So, Leute, 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 hier, hier sind wir. Here we go. Hallo, hallo. Hello. Chat, könnt ihr uns hören und sehen? Ich muss es wissen. Erstmal, bevor wir hier irgendwas machen, könnt ihr die schönen Herren an meiner Seite sehen? Ja? Wer das ist, das stelle ich euch sofort vor. Ich muss erstmal nur kurz Feedback haben. Ja, Feedback ist da. Feedback ist gut. Ja. Gut, dann, warte mal, das ist jetzt zu meiner Rechten und das zu meiner Linken. Okay, dann fange ich zu meiner Rechten an. Zu meiner Rechten ist Kino Hybrido, der one and only Mann mit den Gitarren im Hintergrund. Ich weiß nicht, kann man dich hören und sehen? Sag mal, was? Hey, Kino. Hallo. Ja? Hallo. Ja, Kino, mit Kino haben wir schon mal GTA gezockt, bei Rocket Beans übrigens. Ja? Verstehen Sie okay. Das? Meine Rechte, eure Linke, genau. So, und warte doch mal! So, und die andere Seite, ja? Quasi meine Linke, eure Rechte. Da liegt der wunderschöne Evil Jared Hasselhoff. Hallo, Evil Jared Hasselhoff. Star of YouTube's number one trending show right now. 1.1 million views in the past 24 hours. The great Evil Jared Hasselhoff. Das ist wirklich wahr. Ohne Witz. Time not make it. Ey, ohne Witz, herzlichen Glückwunsch. 1 Million Aufrufe. Du bist der Star von Arctic Warrior. Du bist der Star, Jared. Unbelievable. It's doing unbelievably well so far. Ja, das ist mega. But Otto, fellow, we gotta get him on the air at some point. It was all his brainchild. And yeah, 1.3 million hits in the first 24 hours. Unbelievable. Yeah, absolutely. Absolutely. And you're still alive. That's great. Amazing. Like the rest of the... There's 11 more episodes. Everyone is fucking amazing. Okay, yeah, I will watch them. The survival format. Not that fucking trash TV, like go to an island and then hang out with a bunch of fucking... You know? Aber Jared, I heard that... ich habe gehört, dass manchen die Hände, die Finger oder die Zehen abgefroren sind. Hey, look. When it comes to something, you have 11 tips on your body, right? You got 10 fingertips, 10 toe tips, and then one more tip. All right. As long as the finger or toe, I'm happy if that gets frozen off. But this is, you're the most little one, so it's not really freezing, you know? So that's the only thing. But anyway. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön, Leute. 40 degrees below zero there, right? And I found out, like, your fingers will not go back into your body. You know, your toes don't go back into your body, but the one, like, it was all the way up inside. Yeah, it was like crawling back into the birth situation, right? Yeah. Yeah. I think I turned transgender. You never know. You never know. No. I thought it was all the way, like the last one. Hey, schön euch beiden zu sehen. Die Stimmung ist ja schon ganz famos. Das gefällt mir. Kennst du das Wort, Jared? Famos. Wollte ich gerade sagen. It's not famous. Yeah, it's not famous. It's a form of alcohol, isn't it? That's yeah. When you put that in a martini, right? Yeah, that's right. Totally. Ja, ich wollte euch nur mal kurz abholen, liebe Zuschauerschaft. Und zwar, wir wollen heute Destiny 2 zocken, weil die werten Herren, Keno und Jared, die spielen schon sehr lange Destiny 2. Und die haben mich, das ist ja auch kein neues Game, muss man dazu sagen. Wie alt ist das? 8 Jahre? 10 Jahre? Wie alt lang gibt es schon Destiny 2? Gibt es jetzt seit fast 2014. Fast 9 Jahre gibt es jetzt Destiny. Ja, also mega krass. Und es gibt immer wieder Updates. Neueste Version ist Lightfall. Und die beiden haben mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, infiziert mit dem Destiny 2 Virus. Und jetzt hocke ich ein bisschen mit denen. Und heute seht ihr das mal im Livestream. Ist doch geil. They said, this is going to be like a 10-year game. You're going to be playing for fucking 10 years. And everyone was like, no way. You know? I grew up with Pac-Man, all right? You did not play Pac-Man in 1983. And then still in 1993, you're playing Pac-Man. Yes, yes. I do. And really? Krogi is also doing. Yeah. Yeah, we do. Hey, Krogi, we played it last No day. Shame on me. No shame on us. Remember? I'm a big, I'm a Pac-Man Ultra. I mean, how many shots in Europe do you guys have, Destiny? Because I figured you would just be getting Space Invaders over here now. But... They're just as modern as America. Do you know this new medium? It's called DVD. Do you know that? It's amazing. Yeah, too. You're gonna love it. You're gonna love it. Yeah. He's still at VHS. Aber eins muss man dazu noch. Hey. Rate the resolution. Beta videotape. Beta, yeah. Eins muss man aber noch sagen, kurz zu Destiny, und zwar für alle, die hier auch Destiny spielen und denken, okay, wir haben vor, den Shadow Throne, das ist ein Dungeon für 3 Leute zu spielen, den gibt es schon länger.
Weil wir könnten jetzt natürlich auch, wenn wir richtig cool wären, von Lightfall den neuen Raid spielen, Root of Nightmares. Dafür brauchen wir aber 6 Leute, haben wir gerade leider nicht am Start. Krogi ist auch neu jetzt dazugekommen zu Destiny. Und deswegen haben wir uns heute als kleine Erklärung entschlossen, dass wir heute diesen bisschen älteren Dungeon spielen. Aber wir haben vor, den komplett durchzuspielen. Und das sollten wir auch schaffen. Insofern, keiner von uns permanent stirbt. Ich will jetzt keine Namen nennen. Und dann gucken wir mal, wie es läuft, okay? Nie Shadowthrone gespielt, so es könnte gut sein. Ja, Krogi hat noch nie Shadowthrone gespielt und er würde nicht carryen ihn, versuchen ihn jetzt da durchzukarryen. Ich bin ein super, super late Adopter. Super late. Okay, dann let's give it a shot then. Alright. Leute, that's the pit of heresy. What kind of heresy? I think pit of heresy might be better. Which one is the one with the ogres? That's Pit of Heresy. On which planet was it again? On the Cosmodrome or? Pit of Heresy? The moon. The moon. On the moon, on the moon. All right, I didn't play that for a long time now. Because it's a little bit easier, is that right? I think you'll have a little bit easier of a time with it. Okay. On the moon, then there are two dungeons now. It's Pit of Heresy and the other one, the Duality. That's Jared's most favorite dungeon, Duality. Yeah. He loves it. Oh, he loves the dungeon. Really? Are you addicted to that dungeon? Nah. People start out the first couple raids were great, and then as they do it, it gets to be the first ones start out good, but like Police Academy movies, once you hit 6 or 7, they've kind of run out of. There was a 7th movie? Yeah. Okay. Yeah, I don't know. Okay. Well, wait a second. I have to promote Jared as a leader. Part 10 is as good as Friday the 13th. Jared, you got to start it because I'm playing with the Warlock. I didn't play the expansion with the Warlock, so you have to start it. That's all right. Otherwise, I have to switch to my other character. Dumpster Fire joins the stream here. Nice. Oh, Dumpster Fire's in with us. Yeah, Dumpster Fire's here. Yeah. And if anyone's watching the stream, I don't know if we should advertise this, but are you streaming later on tonight? Because in 4 hours, I'm going to switch over and I'm going to do gambling on Dumpster Fire. I know you're a family show, and alcohol or gambling or drug addiction. But commentary here. But Jared, if you got a stream in 4 hours, we have to finish the dungeon in 4 hours, right? Yeah. Right. I mean, it could be done in 20 minutes or in 30 minutes, but not by us. Okay, let's see that we're making it in. Okay, give me a second. I will set up the picture here with your. Yeah, if we don't get done quick enough, then Emilio will just have to do the stream. He'll have to start without me, and I'll catch up. Okay, I'm here. Oh, I got it. This I believe is the Pit of Heresy down here. Mm-hmm. What is it? It's a pit. Mm-hmm. Oh, I need to wait. So first, let me see how often we're dying. Okay, I mean me included, because I'm also not the best player. But you are. Let's see. You are the best. Well, because dungeon's one of the more challenging activities they have, but I would say Pit of Heresy is probably the most doable dungeon for a for someone that's not super experienced with the game. Okay, I mean I played quite often in the last days. Oh, okay. Well, you were getting good. You were getting good. Well, that next Krogi is wirklich gut. Was a good aufgebaut. So, jetzt geht's hier runter. Okay. What sort of weapons are you running? Okay, I got an automatic rifle here. It's great. It shoots bullets. That's good. Yeah, that's great. I'll be honest, the auto rifles in this game are kind of shit, but yeah, cool. And
I'm shooting green bullets as well. Green bullets? Yeah. That's okay. Nice. Yeah. You sure they're not? Look at this here. This green. They're made of wheat, Jerry. All right, Akino likes that. I would say I will carry you all. It's not a problem. Well, if we were in the field, you might find out that somebody had smoked all of your ammunition. My bullets? Yeah, okay, could be. All right, are we ready for a rally banner? Yes. Yeah, I think Krogi's coming. Yeah. Yes. Okay, so do we have a dying counter or something? No, we don't have. No. Anyway. Hi. Okay. Easy. Okay, right, so enjoy. Right? First, enjoy the view, Krogi. Guck mal hier. No. Das ist doch geil, oder? Yeah, it's super geil. Aussieht. But I'm here. Wow. I'm here to fight. I'm shooting. I thought you were a lover, not a fighter. I'm total into war. Okay. In terms of gaming. So, wo seid ihr? Da oben? Warum seid ihr da oben? Geht's da oben lang oder was? Bist du runter? Bist du noch weiter runter oder wie? Ja, ja, ja. Ja, du kannst mit den Aufzügen hochfahren. Da gibt's mal Aufzüge in der Mitte von den Dingen, wenn du in das Ding reinstehst, geht da hoch. Ah, ja, alles klar. Okay. Jared, we need to. How was it again? You played it more often than me. The science. We need to find the science, the right science, and then kill the witches. And you go in this room over here, and there's going to be a knight we got to kill, and then there's signs that are going to show up on the wall here. No, this one. Yeah. The sword breaker. Okay. Yeah. Cool, man. Kill that fella. You can grab the sword. All right, and then you see signs up here. We have to go to. You need the sword, right? All right. Yeah. You need the sword. Okay. You need the one looking one, and then you have like an ice cream cone looking deal, and then you have like, I don't know, like a spider with a youth head. Mm-hmm. We gotta go find. So first we need to do the spider, like the scorpion, right? Where's the thing? I got the sword here. Here, da oben. Nee, you don't need it right now. Well, I can see the one with the youth head over here. You wanna start over there? Okay. All right, so there's an ogre over here. God, we gotta damn it! This idiot. You don't have to fight him. Why? Why? You don't have to fight. Because we're. But we are only three. This is a three gang round, not more. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. I need to kill everyone. We can go to the left. The ogre on the left is dead. Hey guys, are you aware of the real naked choke? The real naked. The real naked choke, yeah? You want to get real naked and choke yourself? Okay. I don't know. Maybe, yes. What's your thing, yeah? Chet asked that. So we're doing this one here, right, Jared? Okay. Yeah, we can. Hello, Tori. The scorpion thing. Oh, there's another knight. Where? Right behind us. Yeah, we have two swords already. Now we have three. Nice. No, we have three, yeah. That's hey, it. Jared, even Jared can count to three. It's amazing. I never knew. I didn't know too. Next, Quattro? Quattro, yeah. It's a car from Audi. That's right. Quattro. Pizza Quattro. Okay, so. What are we doing? We're killing the ogre. Let's get rid of this ogre first. Okay. Yeah, we are really strong for this. I mean, that's a good thing. Yeah, because then we once again? Can't hurt to be strong going into this. That means we have a slight chance to win. A possibility. Yeah. A slight possibility. Yeah. Yeah, because Krogi did his homework. Yeah, that's right. We had a good power level now. Yep. That's nice. That was nice. Nice work of you. Yeah, very. It's totally, totally different from my time in school. We'll open up. What's in here? Oh, the witch. Oh, yeah. Was hast du gerade gesagt? Turi guckt auch zu. Turi ist auch da. Die kennst du auch. Oh, hallo Turi. Hi, lange nicht gesehen. Ja, natürlich. Wir haben doch zusammen GTA, diese GTA-Action gemacht. I'm down! First time down here!
Oh, okay. First dead. Krogi, can somebody... Tori schreibt jetzt Keno und gibt dir so eine Grußhand. Eine Winkehand? Eine Winkehand. Das ist nice, das freut mich sehr. I'm gonna die for having to save my buddy. Oh, here we go. So we need, this witch is immune, so we have to... Immune to what? Sword. Ah, okay. To normal bullets. Also the weak bullet. A normal medicine you would take for STDs. Is immune. Okay. So okay, we did this. So now the next thing is fire looking thing and the ice beam cone looking deal. The what? I see the spider looking deal over here. The spider? Oh yeah. Alright. Okay. You see any? There's a knight. Here. Yeah, yeah. He's done. Oh no, it's not a knight. It was just a... A small minion. It was just a random asshole. Random asshole appearing on my screen. I thought you were a real jerk, but now I just found out that you're some random asshole or something. So, wo seid ihr? Was geht ab? Was machen wir? Wieso laufe ich hier eigentlich hinterher? Weiß nicht, ich habe gar keinen Plan. Ja? Jared, wir müssen noch hier hoch. Where are you going? I'm taking the elevator. Ja, hier runter, guck mal. Rogi, hier. Ja, okay. Too late. Too late. Ja, aber kommt ein Nächster. Komm mal. Guck einfach hier reinstehen. Ey, lieber Chat, habt ihr eine schöne Verbindung? Slender Moment schreibt, absolut geil. Krogi, Keno, Evil Jared am Zocken. Absolut geil. Ja. Ja, es ist so. Viele Leute haben sich immer gefragt, was fehlt in meinem Leben? Was fehlt in eurem Leben? Das hier, dieser Stream hat gefehlt. Die Verbindung, die Verbindung ist exzellent. Exzellent. Ah, nice. Okay, let's go. Who is dead? Jared. Jared. Why are you dead? Why are you dead? With that power level. Okay, so first one was Krogi and now Jared. Yeah. Just for the book. Okay? Do I need the sword again? Yeah, but give it. I don't need it right away. We still gotta get into this room. Okay, got the sword. Gotta find the right room. What, we need the spider? Yeah, we need the spider or the ice cream cone head guy. The ice cream cone guy? Yeah. Maybe we can do a real naked choke with him. Yeah. Who the fuck is the ice cream guy? The ice cream cone guy, sorry. Can we just... I like our pictures here. Jared is laying down. Keno is sitting in front of his guitars. But Jared has a t-shirt on. Yeah, it's not normal. That's really weird. Shut up. Alright, who's got a sword? I do. Alright, this room is gonna be the knight. Yeah. So you have to kill him from the back. From the back. You may be dead. Maybe not. Yeah, that works. Okay. Okay, nice. Alright, so... Danke, Tori. Oh, no, wait, that's not the right room, though. Okay, die Soundqualität von Jared ist voll im Arsch, sonst geil. Next time, it will be better. Wait, where's the spider room? Okay. Something's gone pear-shaped here. I'm gonna drop down the bottom. Krogi, everything is adapted to Jared's image, you know, so also the sound quality. I can stick to that, yeah? Including. For yeah, free. Including. Okay. The poor audio quality is for free. Enjoy. Like the automobile? The automobile, yeah, it's everything's free. Oh, there's a... Ow, ow, ow. Yeah, you don't want to mess with that. Just leave him alone. Okay. Where are you? Are you over? The room we want to go into over here. Oh yeah, this is definitely it. Bunch of assholes to kill over here. I want to get rid of my sword. I don't need it anymore. You just press... Yeah, just switch instrument.
switch weapons. Ah, yeah, nice. You press triangle. Okay, cool. All right, now we can grab it again. There's someone in. Ich habe keine Ahnung, wie ihr da hingekommen seid. Ach, die Treppe. Ah, die Treppe. Hoch, einfach nur hier hoch. Da ist eine Treppe. Treppe. Ja, habe ich nicht gesehen. Man sieht ein bisschen schlecht manchmal wegen den. Ja, wegen Dunkelheit, ne? Wegen ohne Licht. Schattierungen. Ja. Ja. Okay. Nee, benutze bitte auch das Wort Schattierung. Ja. Schattierungen. Es ist wirklich sehr dunkel gerade bei mir. Ich habe sehr dunkel eingestellt. Ich sehe nur die Schattierung ist sehr dunkel, ne? Ich sehe nur eure Schriftart. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hingehe. Das habe ich sehr dunkel. Famos, ne? Ja, famos. Famos, ne? Do you know the word Schattierung, Jared? Should I? Ja, sure. Schattierungen. Schattierungen? Das ist sound familiar. Ja. We say in Germany, we say, du hast einen Schatten, okay? That means like you're kind of an idiot, you're a crazy person. Okay? Yeah. Oh, yeah. And Schattierung is like, that's the more cute form of it. Like if you say you have a Schattierung, that means you have a little. Nice explanation. One. Really nice. Yep. We have to teach Jared can the German language. Relate to it. But if you say you have Schattierung, that's a nice thing to say to somebody. Yeah, slightly nice. That's okay. All right, are we ready to go after the third one? This is going to be the Shriek. Okay, so you can explain Krogi what to do with the sword. Oh. All right, Krogi, grab a sword first of all. You're going to need that. There's one down here. I don't think it has enough shots in. Okay, I will grab it here. Yeah. Should I grab it? One, you have to use the left button. Yeah. I think L. What L? L2. Yeah. You have to. So the Shrieker's gonna shoot at you. You have to block it. Okay. Yeah. Direct it back. Okay. It's like wait, my shield. Yeah. Yeah. What? I'm gonna rock him. Yeah. Don't stand in front of me. I'm gonna. We first have to kill the ogre. No, the ogre's dead. Now you can reflect projectiles from the Shrieker. And, okay. and kill him with his own bullets. I'm gonna hoist bullets, whatever it is. Oh, nice! It works. Yes, and you have to aim. Yeah. To hit him, you have to hit him. Yeah. Oh no, my shield is down. Yeah. So now the sword is going to need another sword. That's schade. That's schade. Yeah. Vorführ effect. In Germany, we call it Vorführ effect. No, it was more your bad aim, but anyway, yeah. Not a problem. Some call it Vorführ effect, some call it. No, I call it Vorführ effect. Alright, do you see another sword bearer out here? Hey, Jared, Turi wrote, Jared ist hier voll ernst am Raiden, und ihr bringt ihm nur Blödsinn bei. Der arme Jared. Yeah. Oh, der arme Jared. Right. Said no one ever. Arme Jared. Poor Jared. Are you coming with another sword? I'm still waiting here. We need to find a knight. Yeah, but I cannot leave because otherwise I will be punished by this thingy here. That's good to be a little punished. Yeah. I think you need that. Yeah, that's okay for you. No, nah, not sure. But in the meantime, I can answer a question from my work. I will do that. Wir können auch zwischendurch Deutsch sprechen, das ist auch, Jared kann eigentlich recht gut Deutsch, auch wenn ich ein bisschen Ohrkrebs davon bekomme. Und ist auch ein gutes Training für ihn, auch mal ein bisschen Deutsch zu quatschen zwischendurch, ne? Arctic words reden. Und in the chat, die sagen immer, dass die brauchen ein Untertitel. Ja, guck, kann er doch gut. Und jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Nachricht von Caro, auch noch. Junge. Okay. Alright, I got you another sword. I'm heading your way. Krogi, I'm bringing a sword. Yeah. Are you ready? Sure, do that. Ich muss eben auf Deutsch antworten, weil viele Leute fragen, machen Arbeitsdinge. Ich habe gerade eine Datei hochgeladen, die schicke ich dem Anton gleich. Dann sind alle beruhigt. Hier vermischt sich alles. Yeah, I'm super ready, born ready. Give the sword to me. Where is it? There. Right there. Yeah, now it's time to press the L2 button to reflect this shit. And now, die now. I think you're missing. Why? Because he's still alive.
Yeah. Oh, yeah. Now. Yeah, I think you're missing. Why? Okay, yeah, good answer. Okay. Alright. So, that was the third, right? So, yep. That was it. Jetzt müsste doch aber eigentlich die Tür hier aufgehen, oder? Wie war das nochmal? Jared? Over here where the light, where the beam is coming out. Yeah, there you go. That room. The problem is, I'm not able to aim properly because I got a big delay here. But it's not a problem. I can figure it out because I'm a machine. Yeah. Komm mal hier mit. Ja, ich meine es, es ist so dunkel bei mir. Ich muss es mal erklären, ich habe meine PlayStation einfach an meine Capture-Karte angeschlossen, weil sonst kriege ich hier so Artefakte. Aber wer will das wissen? Weißt du, wer wollte das wissen? Bei Björn Borg und hier der andere Typ, der andere Tennisspieler. Sag mal eben schnell. McEnroe. Die haben auch immer gesagt, die Tennisschläger sind schuld. Jared, wir haben doch alle drei gemacht eigentlich, oder? Wieso können wir da nicht rein? I'm just clearing this room. We can jump out. What? I'm just clearing out this room over here. Okay. Ich hab das so lange nicht gespielt, ey. Ich dachte, wir können nach dem dritten Raum rein. Brauche ich ein Schwert nochmal? You just run in where I am? Lass das Schwert jetzt hier, ist mir egal. Schwert? Ihr habt nicht explizit gesagt, ich soll es mitnehmen. So, ist jetzt auch eure Teilschuld. Ihr habt eine Teilschuld jetzt. Ja, haben wir. Ja. Teilschuld. So, Jared, hier dein Loot, Krogi, dein Loot. Ja, komme. Ein bisschen schwer. It booted. Nice. My computer. My PS5 says it's contacting the servers. That's awesome. Awesome. That's great. That's good. It's really good. Hi, servers. How are you? Yeah, I'm good. I'm on a wait. That was a nice one, Krogi. Yeah. I'm not. Yeah, sometimes I'm a little bit funny. So you got which door to go? Do you know a really great German word? I will teach you, Jared. Okay. It's called Teilschuld. Teilschuld. Teilschuld is amazing German word. Yeah, that's amazing. Yeah. So, Keno. Immer weiter runter in den Schlund hier, ja? Jetzt wird's lustig, okay, Krogi? Jetzt gucken wir mal, wie oft wir alle sterben. Das, Warum? Was ist das für ein... Next part is the ogre part, right, Jared? I think so, yeah. This is the pit. Yeah, I think so, too. So, also erstmal müssen wir hier runterhüpfen jetzt. Und da schon mal nicht sterben. Ist möglich, ne, zu sterben, ja. Obwohl, I thought in the update they said they were talking something like you cannot die from falling down. That's what I read. Really? But I don't know. We can test it out. Yeah, let's check it out if that's true. It wouldn't make sense. Watch it, assholes. Gotta kill all the assholes. Okay, so guck mal, pass auf. Also hier, Krogi, zur Erklärung. Da laufen jetzt überall so große Ogres rum. Ja. Ja? Oder jetzt noch nicht, aber die kommen dann. Ja. Und die killen dich ziemlich schnell. Ja? Okay, komm. Und wir müssen immer hier jetzt so Räume klären, clearen, und dann müssen wir so ein Objekt nach vorne tragen zu der Tür, wo wir dann später reingehen. Ja? Okay. Und das müssen wir. Oh, da ist er schon. Können wir die töten? Oh, können wir die töten? Was muss ich tun? Oh, shit. I don't wanna die. I don't. Lass mich doch da rein. Nein! Mann, ey. Okay. Oh, now they're coming. Oh, komm, Leute. Strang Superpower! Strang! Wir haben ja schon eine Beute. Nee, Green Bullets from Hell! Ding, oder? Jared. We got the thing. The thing? So we need to bring it to the door, right? Oh, yeah. So, alright, so follow me out here and I'll try and distract the ogre. Okay. And then you dunk the balls. You dunk your ball. Yeah, whatever that means, but of course. Alright, yeah, here's the way out. Alright, so, which way is it? Okay, there's the ogre. Oh, ogre's coming. God damn it. Oh, too slow. Okay, so... what can I do now? Hey, nothing? Krogi, you got a greenhorn. Yeah. So you take the void charge now, but it goes away, right? Come on, nimm mal die charge here. No way. Yeah, come on. Yeah. So, any charge. I'm gonna go up here and I'm gonna shoot at the ogre and try and get him to follow me. Okay. Alright. Now, alright? Yeah. So now you. No. You go to that. No. Go back. Okay, you were.
musst hier raus. Ja. Du läufst mit mir. Ich muss auch, ich hab's schon ewig nicht mehr gespielt. Super, easy. Wir müssen jetzt hier. Ja, wir müssen jetzt hier raus. Komm mit. Ja, ich bin ja da. Schneller kann der Mann nicht. Und jetzt? Okay, also jetzt hier rechts rüber. Komm. Lauf. Run. Ja. Run. Jala, hab ich gesagt. Hier rein. He's coming back here. Hier hinten, so. Da muss es rein danken hier. Hier in das Ding, da. Ja, ich danke die Scheiße da rein. Dank die Scheiße rein. So. Und jetzt kommt bestimmt gleich wieder ein Ober hier. Hier wird geschrieben, die Haltung von Jared sei auf Dauer nicht gesund. Aber der Mann liegt doch. Was ist an Liegen denn so falsch? Oh, fuck. Oh. Okay. All right, you got it? Yeah, we got him one. Okay. Hey, all but right. It's way easier than I expected. Yeah, so, because we have three strong men here. Yeah. Can we just got luck. Den Nacken. Ich meinte den Nacken. Jareds Nacken wird wehtun. Okay. You made a real naked choke? Jared, we could make a good meme now, Jared dead. Dead man's playing with me. Man. You just have to do the how is it called? The what's it called? The box where you coffin. Where you're lying in when you're coffin. The coffin, yeah. The coffin. Not don't yeah, coffin. The coffee. Yeah. You go coffee. To a restaurant and you ask for a coffee. Mm. Okay, come mit. Yeah, sehr gut. Groggy, come. Ja. Ah, mir. Oh, nee, hier geht's nicht rein. Oh, nee, hier geht's auch nicht rein. Oh, fuck. Okay, das ist eine andere Richtung. Oh, fuck, der Obi kommt. Was macht der da? Was für ein Otto? Aber ich bin überrascht. Es stirbt noch keiner großartig. Ja, weil wir gut sind, Mann. Ja, weil wir einen guten Power-Level haben und die das nicht adaptet haben. Wir können ja das Ganze ein bisschen aufpeppen. Wir können ja brisanter spielen, wenn du willst. Mit Wetten und so ein Scheiß. Wo geht's lang? Jetzt wird's schwierig. Ich sterb jetzt. Ja? Dann haben wir jetzt schon verloren. Nein, hier ist nicht auf! Nein! Okay. Jetzt sind die Gegner. Oh, fuck! Okay, jetzt bin ich zuerst dran. Alles klar. Jetzt ist 1-1-1. Ich lebe dich wieder. Richtig. Da bist du! Du bist ja, da! Richtig. Du bist da! Revived you! Ich kille alle! Ja, kille Mann! Kille alle! Gut, okay. Wie das Album von Metallica. Yes. Kill 'em all? Ja. Kill 'em all? Fragezeichen? Ja. Achso, wir haben einen zweiten Dankding. Okay, einen zweiten Ball. Wo ist mein Ball? Wo sind wir hergekommen? Ich hab die Orientierung. Hier? Ja. Sind wir hierher gekommen? Ey, ich sag mal so, Keno, ich bin jetzt in dem Raum nicht gestorben. Sind wir alle einmal gestorben, ja? Oh, fuck. Ja, hier ist doch Quatsch. Ah, nee, hier ist richtig. Okay, hier ist richtig. Okay, zweiter Ball wird gedankt. Ähnlich, ey. Ja, weil ich da schon war, oder? Muss man da nochmal rein? Hä? So kann ich den zweiten Ball nicht danken, Jared. Was ist da los? I got my second ball, but I don't know where the ogre is. Yeah, I have a ball and I'm standing in front of the door, but why? Wieso kann ich den nicht rein danken hier? Was ist da los? I can't go this way. Ich mach euch einfach mal groß. Scheiß auf Ingame. Das ist herrlich. If one of my buddies could come over and distract the ogre, I could get my... Ich verstehe nicht, warum ich das Ding nicht reindanken kann hier. Was ist denn Scheiße? Ach, es ist wunderschön mit euch. Jared! Yes. How long are we playing this game now? Wie lange spielen wir das jetzt, dieses Spiel? Oh, wie oft haben wir 9 Jahre fast. Ja, und wie oft haben wir den Dungeon gespielt? Wieso kann ich das nicht reindanken? Was ist los? Ich glaub's nicht. Eigentlich müssten wir das jetzt hier reinmachen. Oder was there a trick or something? What was the thing? We dunked one thing, right? Yeah. Jared, one. And I have the second ball now. Do you? I have the second ball, right? After years. Yeah, just dunk it. I got... No, I can't dunk it. It's not possible. Why not? That's not what I'm asking you. Why can't you dunk it? Mach wieder hier groß, das gefällt mir sehr gut. It's not possible. Sure. If you can't do we're it, you're such idiots. We're not even able to play this old fucking easy dungeon because we're too stupid. Okay, we're just too stupid. I don't know. Second one in. You gotta go to the third door and drop it on the third door. Aber wo ist jetzt die Neuigkeit? Das wusste ich schon. Ach, this is not. There's another door. Yeah, there's three different. Okay, I thought there's just. So okay, all right. Where is the other? Okay. Corgi, komm mit. Mhm.
Okay, then where is the other door? Oh, there's another door. Okay. I just did this one over where I am. There's got to be a third one. Probably all the way. Kreis, bist du jetzt einmal im Kreis gelaufen? Sag mal. Ist es wie im Film? Ja, warte mal, jetzt kommt der Ogre hier. Shit. Over here in the front. So. Ey, das ist... Die Eternal Loop. Presented by Hebe Jared and Kano. Wo ist denn... Oh, jetzt kommt der fucking Ogre. Ich hab gar nicht so viel Angst vor Ogre, muss ich sagen. Ja, weil du noch nicht gestorben bist vom Ogre. Ich sterbe jetzt gleich. Fuck. Komm doch ins Loch rein bei mir. Someone's gonna be transgender soon. Sagst du es einfach so? Sorry. Naja, passiert, ey. Passiert. Passiert, was willst du machen? Ach, ist doch schön. Schöne Runde hier. Okay. Wir müssen hier am Ogre vorbei. Komm, wir probieren es jetzt einfach. Wenn wir sterben, ist halt so. Er kommt! Whoa. Lebst du noch? Geh doch runter. Geh doch runter, ja, ich lebe noch. Hier. Wo ist denn die andere Tür? Jared, zeig uns. Show us the way. Hallo, okay. Warum ist es hier so eng? I think like, you gotta distract this ogre and then go all the way over to the right. Just show me the second door. I was not here. You gotta go out. No, there's an ogre right and then left. Don't push me out. God damn it. Go out there. God damn it. Go up here, right? Come up here. And then and see if there's another exit. Follow him, Kino. Follow the man here. I'm dead then. Here, take you. You take the boy. Here, da. Yeah, give it to me then. Ja, hier, da. Ja, okay, cool. Noch. Du hast ja auch grüne Bullets. Hammer. Ja, yeah, wow. Bist auch strangig. Selber angebaut, die Bullets. Ja. Selber angebaut. Jared, here I am. Teach me where to go. Yes, come, we got him. It's over there, but you gotta get past that ogre. Give me your wisdom, Jared. Well, I can run out there and have him chase me, but he's gonna kill me. The wisdom is alcohol and torture. You want me to sacrifice myself to save you? Maybe yes. No, I can run. We have to go. Left, right? I don't know. I think we need to go over this way. And get We have to distract him. Okay, so Jared, what are you doing? Warte kurz, wir haben eine Situation hier. Jared macht was mit seinem Handy. I thought this shitty mount I had would never quit on me, but it quit. Alright, hang on. Okay. Hang on. You know, Krogi, the thing is, okay, eigentlich spielen wir immer zu dritt mit Matze und der Kumpel, und das ist der Oberchecker, ja? Ah ja, verstehe. Und Jared und ich sind die zwei Dummies, die immer noch hinterherlaufen und alles machen, was er sagt. So wie im richtigen Leben auch, ja? Ja, klar. Und Matze sagt an, wo wir hinlaufen müssen, und Jared und ich machen. Und dann regt sich Matze manchmal auf, wenn wir zu blöd sind, obwohl er uns 10-mal erklärt hat, dass wir trotzdem nicht machen, okay? Aber wir können schießen, wir können ballern. Wir können. Kannst du das Ganze nochmal wiederholen? Ballern. Ich habe nicht zugehört. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? War es dann ernst? Nein, ich habe zugehört. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, aber... Ein Joke in Joke. Was ist denn los jetzt? Wie lange? Wir sind noch in 10 Stunden nicht fertig, wenn du hier warten. Nein, Jared macht doch irgendwie Dinge da. Gamble and lose money tonight. So we'll get through this. Don't worry. Okay. What? So we're going with this Matze, and he's like Rain Man. Mm-hmm. So he remembers. This Rain Man. That's right. And we like when he's here. Okay, warte. Muss Jared. Komm, wir laufen jetzt einfach. Ich muss Jareds Bild ein bisschen anpassen. Der hat sich hier umgesetzt, der Mann. So. Wer hat denn jetzt das Ding? Is it on the right side? I think so. Okay, I'm running to the right. I'm running. No, the ogre's up there. You can't go that way. Why? Because you'll die? Ich lenke ihn ab hier. Ja, lenke ihn ab. Ich opfere mich. Oh, ich opfere mich wirklich. Ah, nein, lass mich doch da rein. Musst du einmal hier ran? Am Licht? Nee. Hast du es reingedankt? Nein, ich bin noch nicht mal da. So nicht mal ansatzweise. Ach so. Warte, ich versuche ihn noch abzulenken. Fucking hell. Ich weiß nicht, wo der Eumel rein muss. Das Ding ist... Da, wo so weiß ist, da leuchtet hell. Hier ist alles hell. Jetzt kommt der Ogre wieder. Das Ding ist, wir können den Ogre halt nicht killen. Er ist unkillable. He's unkillable. Unkillable. Ich hasse unkillable. Das erinnert mich daran, wie ich mit Freunden betrunken zucke. Ja, ich weiß gar nicht, was rein muss hier. Ich laufe hier einfach rum. Ja, da ist eine Tür, so wie vorher. Du bist doch vorher mitgelaufen. Ja, das habe ich gemacht, aber ich habe den Punkt halt nicht gefunden.
Weil jetzt, wenn wir drei Dummies sind, die das spielen, das funktioniert nicht. Einer muss jetzt irgendwie noch... Ja, ich guck ja schon. Jetzt kommt Johnny Ogermann wieder. Johnny Oger? Johnny Oger, ja. Der kommt. Jared, was machst du eigentlich da? Was sitzt du da eigentlich nur rum? Was ja, das habe ich schon die ganze Zeit, das habe ich schon die ganze Zeit aufgeregt. Sitzt da hier und jetzt ist er tot. Guck ja, so, das weil Jared seine Kamera eingestellt hat. Yeah, well, I've got my kitchen chair and I'm using a bicycle mount for my phone and it's attached to a construction clamp. And that's my professional setup. Because nobody knew that we're gonna stream today. Nobody knew. Ja, aber Jared setzt sich die ganze Zeit um, nur um mich zu ärgern. Was ist denn? Jared nimmt die ganze Zeit um, nur um mich zu ärgern. Der blöde Jared, doof. Doof, Jared, doof. Ja, genau so ist es. Dead. Was ist jetzt hier? Wo ist die Kugel? Warum? Krogi ist tot. Jared, was ist los? Was machen wir? Ich guck mir euch jetzt an. Ich guck mir euch jetzt an. Wir müssen den hier... Okay, warte mal. Ich komm nicht wieder. Ich warte auf Wiederbeleben, ja? Ach, wir müssen dich wiederbeleben. Ich versuch's jetzt einfach. Go. Jared, wenn du ihn abgelenkt hättest, hätte ich ihn holen können, aber Jared ist einfach weg. Nein, Jared, also, Kumpel Jared tot. Kumpel tot. Scheiß doch auf den. Selber schuld. Bist du auch tot oder was? Guck. Nein, Jared hat den Oger abgelenkt. Du kannst mich jetzt holen. Hey, du weißt, dass das nicht... Cody, das ist dir schon klar, dass es nicht nur ein Oger ist, ne? Ich hab keine... Das wusste ich die ganze Zeit. Ja. Ist das so... Nur Idioten. Ich probier's jetzt. Ich probier's. Ich sterb wahrscheinlich, aber ich probier's. Only idiots would think there is only one ogre. Ich komme. Bin ich ready für die Flucht? Wo bist du denn, um Himmels Willen? Du Scheiße. Wo ist der denn? Oh, fuck. Hier, ich komm. Ja, nice. Okay, back again. Tell a friend. Okay. Guess who's back? Da kommt ein anderer Oger und da kommt auch ein Oger von hier. Hier rein. Suchen wir immer noch das zweite Türchen, ja? It's the Twitter. It's the second one. Okay. Hey, ich sag dir eins, wenn Matze diesen Stream sich, falls er jetzt live, Matze, falls du zuguckst, ich hab's ja geschrieben, falls du guckst, ich weiß, dass du jetzt mit dem Kopf schüttelst, auch wenn ich dich nicht sehe, ich weiß, dass du mit dem Kopf schüttelst und denkst, diese Vollidioten, aber das ist ja normal, deswegen. Okay, aber lass uns mal abstimmen. Schlimm. Wie ist der Plan jetzt? Wie können wir weitermachen? Ich laufe nur im Kreis gerade. Nein, wir müssen... Jared... Jared ist ganz woanders. Okay. I got a whole room full of assholes over here. I don't... Now we're strong enough, okay? And the enemies aren't the problem. And now we don't know where the fucking second door is. Stupidity is the problem. Jared, wie oft haben wir dieses fucking Game gespielt? Wie oft... Wie oft haben wir diesen Dungeon gespielt? Over here, just come to me. Okay, jetzt okay, yeah, now easy. We're talking. Das macht ganz easy. Ja, ganz easy, Matze. Ja, komm jetzt also. Komm hier, ist doch klar. Schon lang klar. Dann wir hier raus? Das Problem ist jetzt verschieden, das weiß ich auch nicht. Ich lauf dir hinterher, ja? Ja, das Gute ist, du gehst links oder was? Krass. Jetzt hier, wir müssen ja irgendwie rum. Das ist ein bisschen Labyrinth. Oder das Ober. So, jetzt können wir da... Hast du es gedankt? Oder was? Ich danke... Jared, soll ich ihn ablenken? Ob du es uns gedankt hast, Jared? I have a what? If you are... I wonder if you are thankful. Ob du... Oh, yeah. Das ist ein kleines Wortspiel, Jared. Das verstehst du nicht, aber ist auch nicht schlimm. We got the third one. We got the third one? It's yeah. Open? Yeah, I got it. The door's open. Okay. There is still an ogre. The ogre should disappear. Oh no, now it is. I will revive it you. It killed. No, there's still an ogre. Huh? I'm telling you, we did three of these doors, so you just gotta get past. But what? I don't think the ogres despawn. I thought the ogres despawn after the. I think you on to the next section. Oh fucking shit! Oh. Rein hier. Komm. Okay. So alle da? Okay, immerhin haben wir es geschafft. Schon mal gut. Alle da. Sehr gut. Oh, da ist ein Knight. Okay, komme zu dir. Da wäre jetzt noch eine Void Charge. That's a boss. Four charges. What? Why? Because it's not open. I like how you say, that's impossible. He's coming again. We are stuck in the woods. That's impossible.
This can't be true. Yeah, that's right. It's completely impossible. Okay, normally game streamers or Twitchers, they're really good in what they do, and then they stream it, the people watch it and say, "Wow, you're so good, you're so great." Maybe we're just the opposite. Yeah, right? We're the opposite, and that means we are more entertaining. The baddest gamer, the worst player ever. We played it a fucking 100,000 times. We're still fucking sucking in it, and blaming it on lagging, and you know, like, oh, my connection is not good. The game lags. On the tennis racket from Björn Borg. That's okay. Yeah. Wieso rennen wir denn hier rum? Wo weißt du, wo du hinlässt? Ich lenke ihn ab. Er will sich aber nicht ablenken lassen. Er will aber, er hat Bock auf Jared irgendwie. Guck mal, er ballert nur auf Jared. Oh, jetzt haben wir doch auf uns ein bisschen Bock bekommen. Alright, can you distract him? Yep. Yeah. We did. We could. Also es ist schon das beste Gameplay, was Leute jemals in ihrem Leben gesehen haben, schreibt der Chat. Kann der Chat sich mal melden? Wer von euch ist da? Sind alle da? Ich brauche ein paar Namen. You do renn einfach raus. Komm, renn einfach raus. Go up further. Krugman, come up here. Okay. Ich lenke den mal ab hier. Take this. Anwesend. Krugman, you gonna grab my ball? No. Don't grab Jared's ball. Only if I need to. You get immediately infected. You get immediately infected of his balls. Don't grab it. Oh my god. Grüße an Kino von Christian. Oh, Christian guckt zu. Wow. Hey, nee, Christian. Ja, nee, Christian steht da. Christian. Alright. Es wird Christian sein, ja. Das ist geil. Ich denke mal, es ist Christian. Frag mal, ob es Christian vom Gude-Clan ist. Ja. Hast du mich gefragt? So, was machen wir? Ja, hab ich gefragt, stimmt. Christian, bist du der Christian aus unserem Gude-Clan? Natürlich. Aber ich sehe ja nicht, was er schreibt. Schreibt natürlich, ja. Guck, natürlich. Christian ist auch ein sehr guter Spieler. Der lacht sich jetzt auch krank. Das war einfach, mach mal Backseat-Gaming, Christian. Sag mal, was wir machen müssen. Hier sind drei Dullis. drei Dullis. Ich muss kurz eben eine Nachricht beantworten. Ich bin aber nicht weg, ne? Pass auf, ich mach das hier ganz schnell. Okay. Jared, was machst du? Wo willst du hin? I'm trying to get this guy's attention. He don't come over. Ich komm jetzt raus. Aber wir haben noch gar keine. Wo ist denn die Charge? Ach, Kogi hat die Charge. Okay. Ja, sofort da. Alright, shoot at us if you want to try and run, Krogi. What? He's shooting at us. Ah, okay. Ja, Krogi macht jetzt was anderes. Er macht sich, hat gesagt, er macht sich was zu essen irgendwie. Warte doch mal kurz. Well, this guy ain't gonna shoot at us forever. Krogi said he wanted to take a bath and then he's back. Okay, come jetzt. Hello. He's not shooting at us anymore. Jetzt. So, wo soll ich hin? Yeah, just run past him. That'd be cool. Wo soll ich denn hin? Run past him. I think you gotta duck the ball behind him. Aber, okay, ja, dann lang it up. Okay, he's shooting us. Boom. Nice. There he is. And there, yeah. Yeah! That doesn't make any sense. Why did it take four of those? Because we're idiots. And I still have it. We mussten nur reingehen. We only need to go inside. That was everything. Alright, hang on. Okay. So now it already started. Okay, so now we don't have the time to explain, but we need to grab these things here. Huh? What's my it? Everyone is dead. Why did we die? Someone probably stepped on the thing. Stepped on what? Here, there's a rally banner. Use the rally banner for starters. Okay, so, also guck mal, wir gehen jetzt hier in die Mitte rein und dann müssen wir immer links und rechts sind dann so an drei Stellen spawnen so Knights, die müssen wir killen, dann diese Boards holen und die dann da hinten auch wieder rein danken, okay? Und Braxis schreibt hier im Chat, wir müssen die Platte unter dem Altar besetzen, sonst wipen wir. Genau.
Genau, wir müssen da, genau, es stimmt. Immer mindestens einer muss da drin stehen. Genau, sowas. Sehr gut, Dankeschön. Where we're standing right now, like if you have, I forgot that. Maybe knights that spawn up there, you gotta kill them pretty quick or they'll fuck you up. Mm-hmm. Yeah. Also, mm-hmm. Okay, also. You ready? Ready? Mm-hmm. Ready? Mm-hmm. At least one has to stand there. Mm-hmm. Here, da in der Platte jetzt. Alright, so wait till the knight shows up. They'll show up left, right, and center. Alright, there's one on the left, we're going after the left guy. Mm-hmm. Alright, I got the first one. As soon as I dunk this, there's gonna be knights that appear up top. So I wanna kill them first. Okay. You see those shelves up there? They're gonna be full of knights soon. There they are. So Corgi, du holst den nächsten, ja? Yeah? Genau. Mm-hmm. Du holst dir den, guck mal da vorne, auf 12 Uhr ist einer. Der Knight, der ist hinten bei den, bei diesem Ding da. Ja, oh, bin gleich da, bin gleich da. Oh, ich muss zurückkommen. You hit it? Ja, ja, nein, 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 er lebt noch. Yeah, there'll be a Knight back there. Hey, Christian. Ja. Wie, schreib mal, den Chat, ich sehe es ja nicht, ich habe den Chat hier nicht, aber schreib mal, wie du unsere Leistung bis jetzt beurteilst. Ja, nein, hat er schon, er ist ein mega Fan, er sagt, er hätte gern Shirts. Der ist down, der Knight. Er hat kein Shirt von uns. Hat er schon geschrieben. Super Dullis Berlin e.V. Genau, irgendwie so. Wir müssen jetzt einen Namen, stimmt, wir brauchen jetzt einen guten Clan-Namen. Und dann machen wir einen neuen Clan. Okay, ich mache jetzt mal bleibt mal ihr da stehen, ich mache euch noch einen Rift, damit ihr nicht so alleine seid. Ja. Dann gehe ich mal rüber und hol den mal. Jeder, ich helfe dir aber trotzdem. Ja, nimm ihn mit, der ist schon tot. Aber jetzt nimm ihn. Ach du, Jared ist das. Ja. Okay. Ich habe von weiter hinten viel Damage ausgeteilt, muss man schon sagen. Alle sagen ja, das. Ja, sagen alle, ja. Alle wollen so ein Shirt. Ich habe Damage ausgeteilt. Das wollen die Leute sehen. Okay. Like the elf on the shelf knight is up there. Aua, 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 muss das sein? Das tut doch weh. Hey, der Chat soll uns mal Namen vorschlagen, wie unser Clan heißen könnte. Das wär mal gut. Macht der bestimmt, der Chat. Skill ist 5 ja, von 10, Entertainment gut. 12 von 10. Was? Ich bin tot! Mann, oh, ich lebe wieder, geil. Wir müssen denn in die Platte reinstehen, was ist los? So, wo ist noch ein Knight? Ist noch ein, ne? Chat sagt, wir sollen uns Bude nennen. Schreibt Christian wahrscheinlich. Ja, richtig. Christian hat's geschrieben. Nein, wir brauchen schon einen Namen. Also entweder machen wir wirklich the worst players ever oder das Gegenteil. The glorious... The opposite. Bin aber the opposite. Ich geh zum Knight dahin. Ja, der nervt mich. Geh zum Knight. Oh, jetzt kommen aber so viele Eumels! Die bin ich erwartet! Eumels? Hallo? Ja, das waren zu viele. Sorry. Banana und Shavana, schreibt man. Ich bin jetzt auch gleich tot. Ja. Mann, ey. Jared ist letzter Hüter als Jared. So, wieso? Wolltest du ihn? Okay, ich bleib hier. Aber ihr 50 Bucks. No. Also, Jared hat gerade gesagt, er möchte um 50 Euro wetten. Und ich sage euch, nur Idioten wetten um Geld. Das ist überhaupt nicht ehrlich. Das wollte ich gerade sagen. Nur Idioten wetten um Geld. Ich wette lieber um was irgendwie ein bisschen unangenehm ist, was wehtut, was peinlich ist. Keine Ahnung, es macht viel mehr Spaß. Jared, do you hear me? Only idiots bet for money. You don't want to bet money. Alright, I'll bet you, if you die first... Wait, I'm almost dead. Bikini, not Mankini. Also, ein Mankini? Yes, you gotta wear a Mankini. Is it like this Borat thingy?
Genau. Mankini. Ich weiß nicht, ist das. Chat, ist das okay? Ist das okay? Sag mal, aber da muss ich ja was zurückwetten. Wenn du vor mir stirbst, Jared. Oh, Chat, jetzt müssen wir uns überlegen. Aber ich muss erstmal kurz kämpfen. Das ist hier gerade viel los in meinem Kopf. Yeah, I mean, I've had a Mankini, so no one's gonna care about that. Okay, Mankini is okay. But if I win. I think I was on the chart show in the Mankini. Hey, man, Jared, hast du nicht mal Musik gemacht? Warst du nicht mal Musiker? Sag mal. Yeah, a long time. Ja? Das war doch mal dein frühes. Bevor du Mechaniker warst, warst du doch Musiker. Weißt du noch? Ja. Vielleicht. Welche Musik magst du nicht so gerne? Oh no, I love what's that crappy music you guys on over here? Eurodance? Eurodance. Ja, ich. Eurodance ist gut. Eurodance ist einfach Hammer. Eurodance. Wir alle lieben. Okay, Jared. Also erstmal, das zählt noch nicht, dass ich gerade tot bin, weil es nicht zählt, ja? Also würde ich sagen. Ich bin da so krass rein. Nächste, Ben Jared, wenn du. Mann, ey, da oben. Ich kann doch nicht. Ich muss nicht. Ey, die Knights da oben, Alter, die machen eine Action. Jetzt kommen noch die ganzen Trallsee, Alter. Können wir nicht Pause machen? Ich will die Wette erst abstimmen. Können wir pausieren? Wie kommen denn da? Ich bin gleich tot, Alter. Und eine Pause. No time for Pause. Was ist denn los? Okay, wenn Jared stirbt, muss er einfach einen beschissenen Eurodance-Song singen. Weißt du sich das da? Machen wir das so, Barbie ja? Barbie Girl, keine Ahnung. Ja, Barbie Girl, Jared. Aus diesem ganzen Quatsch. Ballerman. Also, alles Quatsch, ich möchte schon, dass der Stream das richtig mitkriegt. Oder? Also wir haben jetzt eine offizielle Wette am Laufen, ja? Aber wir sagen erst auf Go geht's los. Ich erkläre nochmal die Wettbedingung. Also nächste Person, nachdem ich Go gesagt habe, ja, die stirbt, muss was erledigen. Jared hat gesagt, wenn ich sterben sollte, muss ich on Stream ein Mankini tragen. Was? Das wird natürlich ultra heftig. Und a whole freaking stream. A whole freaking stream. Okay. Mankini. Und sollte Jared sterben, dann muss er einen Eurodance-Song singen. Das. ich hab Jared noch nie singen gehört. Ich auch nicht. Oh, can you sing? Look what has happened. Aber, also erstmal kurz, Chat, seid ihr damit. Ich muss noch kurz groß. Chat, seid ihr damit einverstanden mit dieser 1A-Wette? Denn Wetten machen immer Spaß. Ja? Chat, was sagt ihr? Wir haben es jetzt geschafft, guck mal. Wow. Chat sagt klar. Okay. Aber nur ein, warte, ich brauche mehr Feedback, Chat. Für uns Win-Win. Top. 1. Alright, so wait, what's the bet? If you die, ja. Mankini to ja. Your whole next and you have to change your Instagram, Twitch, and Facebook profile to you wearing the Mankini. But you will are you paying for the Mankini, Jared? I'll get you a used one. Don't worry. Okay. Jared, did you ever sing in your life? I just I just saw you playing bass, but did you ever sing something? I think that when I was really drunk, I went to karaoke one time. Yeah. Oh, and what was the song you singing? Let me bet. Country Roads. Other than that, whatever it was, it cleared the place out pretty quick. Okay, er kann nicht singen. Ich glaube nicht, dass er singen kann, aber wir sind mal gespannt. So I have to sing? I have to do a song when I'm the singer. Okay, also du nochmal, dass ich es auch nochmal raff jetzt. Ja, ich mache, warte, keiner geht weiter, ich mache jetzt Vollbild. Wir holen jetzt alle ab, ja? Also. Denn das ist jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt wird richtig gezockt. Okay. Jetzt wird richtig gegamed. Denn alle True Gamer haben immer eine Wette am Laufen, wenn sie zocken. Denn sonst macht es keinen Bock. Das Spiel an sich reicht nicht. Wir wollen mehr. Wir sind wilde Paviane. Merkst du das, Kino? Geil. Also nochmal. Wenn Krogi, wenn du als nächstes stirbst, dann musst du den nächsten Twitch-Stream, den du machst, im Mankini performen, hosten. Ja, sozusagen. Right? Ja. Okay? Ich gehe darauf ein. Und wenn Jared verliert, wenn Jared als nächstes stirbt, muss Jared einen ganz üblen 90er Eurodance-Song singen. Ja. Okay. Ich such den aus. Okay, wenn das passieren sollte, dann produziere ich ihn sogar. Oder mache ihn sogar. Keno macht den fertig. Auf. Ich such den aus, Jared. Und Keno produziert den. Geil. Alright, done and done. But you're gonna. Done and done. Und was passiert, wenn Keno stirbt? Machen warum wir dann beides? Warum habe ich das gesagt? Kann ich das noch zurücknehmen? Kann ich das noch zurücknehmen, Krogi? Strong. Zurücknehmen. Oh mein Ey, wenn Keno stirbt, müssen wir beide was machen. Dann no, no, no. Keno's a vegan, right? So Keno has to go with me to McDonald's
Edgy. Fuck you, motherfucker. Fuck you, motherfucker. Get Max. That's like the entire cow you would have to kill. Okay, I will join you. Hey, if I die, I already said I'm recording this shit. You have to do it if you die. So this is like I have to die 10 times to do this normally, all right? I mean, I'm an idiot, but I'm Leo already. So. Is it really okay. Said the next time you or I will die? Is that right? Yeah. The next time. Next time, yeah. You have a bet going on. This is like a gambling stream. Oh, man. Oh, man. Rich, if your fans want to see more insane bets, it's called Dumpster Fire. Yeah, I made a shout out on the title here. And me and the Banana Man will be streaming tonight at 8 o'clock Central European time. So that's in 4 hours. Okay, ich habe gerade im Chat gelesen übrigens, die nächste Passage ist geht mit vielen Sprüngen. Es wird jetzt schon witzig. Es wird viel gesprungen. Ja. Shit, und ich habe... Oh, no. Jetzt wird es interessant. There's a few down here and you have to find the witches and kill them. Warte, wo geht's denn runter? Ich habe jetzt schon Panik. Ich sollte nicht immer diese Wetten eingehen mit diesen Herren. Man sollte auch nicht in fremde Autos einsteigen. Genau das gleiche hier im Stream. Man sollte nicht mit Leuten streamen hier. Das ist nicht gesund. Alright. I don't see any witches over here. Keno, guckst du auch gerade? Ich guck einfach nur, was ihr macht. Ich sterbe jetzt gleich. Ich bin tot. Okay. Ah, ich bin auch gestürzt! Oh nein! Aber du warst aber der Erste! Du warst vor mir! Das geht nicht, ja, weil ich vor dir gestorben bin. Das ist jetzt nochmal Reset, du hast nochmal Glück gehabt. Wenn ich gestorben bin, das hätte nicht passieren sollen. Wieso sterbe ich denn jetzt auch? Das ist ja total bescheuert. Okay. Keno hat the song. Okay, now I'm... Now, yeah. And he picked Big Macs. And... What, I have to sing the song? No. I mean, Keno died. No, it wasn't supposed that I'm dying now for the first. I was jump, second. Okay, so yeah, but I pushed him a little bit, I think, or something. I don't know. Okay. I would say Keno should sing a Eurotrend dance track in a mankini eating burgers. Yeah, that's all of it. Okay. Also so here. Oh. Nee, Jared, wir haben unsere Wette noch auf hier. Das hilft nichts. Oh, guck mal, okay. Aber ja, ich würde würde ich vorschlagen, lass uns doch lieber in einem Kampf sein. Beim Springen ist ja fies. Ja, beim Springen ist es fies, weil du das wirklich. Das sind wir, selbst ich bin gerade gestorben. Wir machen das beim Kämpfen. So, wenn beim wir Kämpfen. Wirklich ballern, nicht beim Springen. Springen ist übel, das ist wirklich übel. So, weil es sogar für mich übel. Ich musste auch überlegen, wo wir hin müssen. Das ist mir hoch. Easy. Guck mal hier rüber. Das ist wo muss ich denn hin? Hier, da siehst du, wo ich bin. Ja, ach, da halt. Ich mach Licht. Und jetzt hier noch so ein Todeslampe. Du kannst auch nach rechts. Du kannst auch nach rechts. Du kannst hier, glaube ich, auch rüber springen. Oder hier da, wo ich bin. Nee, hat nicht funktioniert. Bin ich abgeglitscht. Ach, okay, jetzt war mein Fehler. Ja. Abgeglibbert. Bin ich abgeglibbert gerade. Ich glaube, man kann da doch nicht landen. Jetzt ja. Aber ich komme nochmal zurück. Okay. Und hol dich. Warte, ich wollte dich nochmal. So, das war ein bisschen Link von mir, das muss ich zugeben. Ja, ist okay. Ich wollte dich einfach in die Mankini-Sache reinreißen. Ja, ich weiß. Ich habe ja auch Bock. Ich habe ja auch. So, hallo. Ich habe ja auch Bock, den Scheiß zu tragen, ist ja klar. So, wo geht's hin? Guck mal hier. Wir müssen jetzt hier durch die Ritze hier nach links hier rüber. Ich bin abgeglitscht schon wieder. Ja, das ist echt tricky hier. Das ist tricky. Warte, ich lebe noch. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich lebe. Okay. Ich bin ultra krass. Wow, Leute, klipp das. Das war mega krass. Ja, das ich bin Spider-Krog. Ich bin schon wieder dran. Oh, wait, someone's dead. Nein. Warte, hier, Krogmann regelt das für uns alle. Kein Problem. Nice work. Yeah. Okay. Because I'm a pro-gamer. Absolut. Alright, does anybody see any witches around here anywhere? Because there's gotta be... Keno's still dead. I need to revive him. Keno, where are you? No, I'm coming back. Just go. Just leave. Leave, yeah. You fools! Okay. Fools. No, we don't leave a man behind! You know where this was from, right? Yeah, sure. Gandalf? Yeah, Lord of the Rings? Lord of the Weed, sure.
Lord of the Boots. Lord of the Cock Rings. Yeah. Okay, so, also, jetzt hier. Okay, let's go. Oh, no! Aber wie kann man denn hier jetzt sterben? Das ist, ja, so, ich schimpfe okay. jetzt. Ja. Nee, ich bin ja, ey, was, also ich bin ja gerade wirklich, ich bin schon zwei oder dreimal gestorben. Ja. So, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall, wir müssen jetzt gucken, wo die Witches sind und müssen die killen. Ich muss eh mal einen anderen Sprung reinmachen. There's one by me. There were just a bunch of dudes over here, so there's gonna be a witch here too or something. Okay. Ist die Story geschichtlich akkurat mit den Hexen hier, ja? It's gonna be a witch around here somewhere. Okay. Ich glaube, da hinten ist irgendwas, oder? Joel. I don't see anything on the radar. No, wait, there's something. Nee, da hinten ist doch was. Ja, schon das Radar Action Bones. Was schaffe ich das? Schaffe ich das schon? Probier's mal aus. Probier's mal aus. Ich hab blöderweise einen Sprung für PvP drin. Der ist nicht so weit. Das reicht nicht. Ja? Doch, reicht. Oh, wow. Aber sowas von. Ja, der Warlock ist geil. Ich dachte, das Spiel ja jetzt seit neuestem mit dem Warlock. Der Warlock ist echt geil. Ey, wo ist der Raum, wo wir jetzt ballern und die Wette machen? Der kommt jetzt gleich, wenn wir da durch sind. Wir müssen jetzt noch ein paar von den Witches Blood machen. Okay. Also der den Super jetzt hier zu zünden, wer hat den gemacht? Weiß ja. Ein bisschen. Vielleicht Jared? Weil von mir kann dieser Anfänger-Move nicht gekommen sein. Der Anfänger, dieser Angsthasen-Move hier, also jetzt wegen der Witch da. Wir sind eben Power-Level hoch, ich merke ja. Schon, das ist echt ein krasser Unterschied. So, jetzt müssen wir hier nach hinten. Da ist dieses Jump-and-Run-mäßige. I'm going for it. Okay. Really? Oh, it's gonna be tight. Du kannst jetzt hier rüber. Komm, ja, mal, ich komm lieber rein. Zu dir. Jared hat Quatsch gemacht. Jared, nice. Ja, wir müssen ihn holen. Warte, ich hole ihn. Chat, es ist sehr schön, was wir machen, oder? Ist das nicht toll? Wenn drei Herren hier Destiny 2 spielen, ist doch herrlich. Wer braucht drei eine Dummies. Andere Unterhaltung? Niemand. Drei Dummies spielen zu gut, ist geil. Destiny 2 da kommt man sich selber, also für alle, die auch nicht so gut spielen, ist es doch geil, dass man nicht immer nur denkt, boah, wie geil, die spielen alle so geil, die killen alles weg, ja, die sterben Entertainment nie. Ist da. Und ich stelle mich selber so blöd an, also ich würde mir auch lieber sowas angucken. Ey, ich bin gespannt, was der Chat schreibt. Und bin tot. Oh, Ich hol dich. Oh no! I'm trying! Jetzt seid ihr dabei oder was? Meine Zeit, ey. Einmal mit Dummies arbeiten. Das wäre ein großer Traum in meinem Leben. Ach Mist, das geht jetzt ja schon. Cool. Okay, also jetzt nochmal. Was ist denn los jetzt hier eigentlich? So, ich wollte den anderen Sprung nicht reinmachen. Okay, so, jetzt hier rüber. Tori ist menschlich enttäuscht von uns allen. Sie dachte, wir wären Profis. Da hat sie falsch gedacht. Jared, ich hol dich jetzt. Ich hol Jared eben noch. Der hat es mal wieder nicht geschafft. Ich bin jetzt hier hinten. Hier sind irgendwo Gegner. Sehe ich doch was. Tori, du willst doch Jared auch singen hören, oder nicht? Wenn du Wetter am Laufen. Oh, hang on. I see some guys over here. Don't want to die. Ja. I see something on the radar here, yeah. But I think we have to go here this way. Soll ich da hinkommen? Schweineschwer. Na, I see some dudes. Ja, der Enemies. Aber hier sind doch auch Enemies, wo ich bin. Das macht ja nichts. Nee, ich hatte ja auch mehrere. Ich bin schon wieder, ich check diesen Warlock-Sprung nicht. Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Hallo, okay, warte, ich muss mal hier. Straight Burst Glide habe ich. Ah, okay. Balance Glide, Straight Glide. Straight Glide. Drift Strong Direction Control with Moderate Speed and Direction Control. Okay, ja, mal den. So, nicht schubsen jetzt, Jared. There's a witch over here. Yeah. We can fight her. Oh, you want to go there? Yeah, sure. You can try to talk, like to negotiate. You know? No. Negotiate with her. Yeah, negotiate. Yeah, superpower. That was help. Yeah. Yep. Whoa.
Where's the witch? Killed? No, there's still something going on. Yeah, here she is. Here she is. She's super evil. There she is. Yeah. Da hinten kommt man da nicht auch über. Keno, was machst du in der Zwischenzeit? Ach du, ich dachte, dass ich ein bisschen hier Steuern. Ein kleines Bad mit meinem Charakter nehmen. Der ist so dreckig geworden von dem ganzen. Wo ist Jared jetzt wieder hin? Jared, where are you? Hier hinten. Ah, da. Okay. Hi. Okay. Hi. Ich glaub, nice, hier hinten. Thank you. Another red. Jetzt habe ich einen viel besseren Move hier. Okay, alles klar. Hier sind nämlich, glaube ich, auch nochmal Gegner. Ja. Hier hinten, oder? Da, wo ich bin. Mal gucken. Nee. Ja. Was sind die denn dann? Ah, hier geht's auch noch rum. Ich hab doch das gesehen, dass da jemand... Da ist doch auf dem Radar, sehe ich hier was? I don't see anything, but there's gotta be more out there. Hier. Also ihr guckt jetzt immer nur auf dem Radar links oben, ob irgendwo was Rotes aufploppt, richtig? Ah ja, ich hab, ja, genau, okay. Ich hab. Ja? Ist das so eine gängige Technik als Hüter, ja? Was? Einfach mal zu gucken, was da abgeht. Genau, einfach mal gucken, was da abgeht. Okay. So wie die Bullen bei uns im Girlie, ne? Einfach mal gucken, was abgeht. Von wo zockt denn dieser Jared? Schreibt gerade, ich dachte, der ist bei der Winter Challenge. Arctic Warrior, meinst du, der Jared ist Superstar, ja. Oh yeah, we already filmed that. So, ich habe jetzt hier auch eine Hexe platt gemacht. Cool. Das heißt, wir haben doch jetzt drei, oder eigentlich? I don't know. I don't see anything saying that we can move on. How many did you kill? Wo muss ich in Chat? We did one together and then now you did one, so I did one. So now we're ready. I think we can leave. We just need to go to the end entrance. Alright, the worst level. Yeah, come back to me. Where you are? I'm in my sleeping bag on the Arctic Warrior Challenge and I'm playing video games right now. Super chilly. No, I'm here on the... Where you leave me, Jared? Alright. Here. Come back. Okay. Yeah, okay. Here on this Walzen thing, the Walzen thingy here. What? Ist ein bisschen frisch hier. Bisschen frisch hier in Arktis. Denn? Du bist ganz da hinten irgendwo, um Gottes Willen. Ja, dann habt ihr halt ja weggegangen. Ja. Jared, I think maybe we just, it's easier for us to leave him behind. No. Sometimes, I'm good. You know, I'm good. We can leave a man behind. No, I'm coming. No, I will find you. Hinten geht's doch gar nicht rum, oder? Wo du jetzt bist. Ich hab keine Ahnung, ich war noch nie in diesem Ort. Ja, wenn du jetzt uns auf dem Radar. Ja, ich sehe euch auf dem Radar. Ja, aber du kommst nicht rüber da von da hinten. Achso, ich muss wieder zurück, ja? Also ich muss den. Jared, how often you want to go here in this hole here? I saw you just like three times or something. Here and there's nothing. A hole you're comfortable in. You're in a lot. Chat, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich gehe wieder hin. Da. Okay, ich sehe dich. Ja, wo bist du denn? Ja, nee, scheiße, da geht's nicht rum. That way. Okay, no. Ich bleib hier einfach stehen. Holt mich hier ab. Ich habe jetzt ein Uber bestellt. Jared, hier geht's nicht weiter, Jared. Wir müssen da außenrum. Wir müssen außenrum. Na, Christian, es läuft doch super bei uns, finde ich. Wieso? Das ist ja wohl immer mal Standard. Mal ein bisschen auf Leute warten. Das kann ja wohl passieren. Kommen wir denn da hinten rum jetzt? Müssen wir, warte mal, geht's hier rechts rein? Bist du rechts rein? Ja, ich komme. Nee, da geht's doch auch nicht rein. Ich glaube, da links auch nicht. Da waren wir doch auch, oder? Also, Braxas schreibt, ich habe den Dungeon 50 Mal gespielt und ich schnall hier auch nichts. So. Das ist ganz normal. Oh. Oh.
Ich weiß halt nicht, wo es lang geht. Ich sehe halt, es ist so dunkel. Hey, sind wir jetzt beide tot? Nein, das muss ich euch. Warte mal, dann guckt auf mein Bild. Ihr könnt ja umswitchen. Dann schaut, wo ich bin. Dann führt mich. Lead me. Tot, guide me. Warte mal, wo geht's denn rum? Seht ihr, wo ich bin? Wieso kann ich denn hier nicht landen? Ah, doch, hier geht's doch. Jared, do you see him? Ah, no, okay, you're still. You're alive. Also, okay. ich glaube, hier müssen wir rum. Hier. Nein. Diese blöden Walzen, ey. Alter. Was ist das für ein Gurgel? Ich mach euch mal auf Vollbild, nein. Das ist witziger. Oh, shit. Okay. Ich hab euch wieder auf Vollbild, das gefällt mir besser. Okay, so jetzt. Wir haben eine Wette am Laufen, ja? Wir haben eine Wette, ich muss jetzt in den Raum, damit die Wette jetzt mal gilt. Okay, wir müssen gleich die Wette eh nochmal neu erklären. Das ist viel zu lange her, seit die Wette. Ich bin hier richtig, ihr müsst zu mir kommen. Ich glaube, da geht's weiter, oder? Mann, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Nee, da war doch auch nicht. Nee, Quatsch. Ich gehe jetzt hier lang. Ist mir egal. Wieso raff ich das denn auch nicht? Habt ihr mir jetzt auch schon ein paar Mal gespielt. Ja, weil das so ein leichter Dungeon ist, Mann. Frag mal Christian, der ist nämlich auch ein Christian, kleiner Rain-Man. Wie müssen wir laufen, Christian? Sag uns das jetzt, bitte. Okay, ich bin ins Dunkle getapert. Warte mal, ich komme mal zu dir jetzt, Krogi, zumindest. Und dann gehen wir weiter. Ja, das ist gut. Ich habe eine Map of this place. Christian hat den Dungeon noch nie gespielt, weil der sau schwer ist. Hat er nicht geschrieben, aber noch nie wirklich? Gespielt hat er geschrieben, ja. Wirklich? Mhm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin. Oh, ich hab's geschafft. Okay. Aber hier geht's doch auch nicht rum. Oder? Doch. Nee. Doch, hier hinten geht's rum. Okay, warte mal. Hier hinten geht's rum. Und da geht's rein. Ich glaube, da drüben ist doch richtig. Hier müssen wir eigentlich hin. Ich glaube, hier müssen wir hin. Da, wo es dann runter geht, oder? Das ist richtig? Oder? Guck mal, ist da hinten? Okay, warte mal. Also, Christian war in letzter Zeit inaktiv und faul, schreibt er. Okay. Ich guck bei euch zu. Jared, ich guck bei dir zu jetzt. Ja? Hm? Over here? Ja, ich guck wie du guckst. I watch how you jump. It's amazing. There doesn't seem to be much going on over here. Okay, then I will switch to Kano. I try to get to Krogi, but I don't know where I. Yeah, that was the problem for me as well. Finding you guys. Ich lauf doch hier die ganze Zeit. Okay, warte mal, jetzt müsste ich doch mal hinkommen. Wenn wir bei der großen Walze sind, dann kann ich dir helfen. Hä? Ich war doch. What? Ich hätte niemals gedacht, dass wir jetzt hier irgendwie so lang rumdullien. Dullien. Das ist besser so angefallen. Rumdödeln. Keine Ahnung. Ich hüpfe jetzt mal da drüber. Wahrscheinlich sterbe ich dabei, aber. Boah, ist das link. Oh, der Warlock ist geil. Hier, Krogmeier, da ist er. Hast mich oder was? Geil. Ich hab dich endlich gefunden. Krogi! Ja, Mann, endlich vereint. Wieso mach ich denn jetzt einen Rift? Alter. Egal, ist gut. Okay, Ich mag die Energie. Oh, Jared, wo bist du? Jetzt müssen wir ja nur noch zum Ding, glaube ich, gehen. Wir haben ja alles, glaube ich, ne? Jared? In the middle. Okay. Also wir müssen jetzt da, du bist richtig, dann gehen wir dahin, wo du bist, ja? Ja. Oh, wait. Oh, ai, ai, ai. Okay, gut. Okay, wir probieren es mal hier. Krogi, komm, Ich weiß es auch nicht. Ah! Junge, ich hol dich direkt wieder hoch. Kannst du direkt nochmal zeigen, was drauf hast? Ja. Das Problem ist, wenn du da zu krass hinkommst an die Dinger, dann bounce dich das so zurück. Das bounce dich wirklich weg. Ja. Ja. Ich hab mir gesagt, wenn du zu hart da hinkommst. Ja, ist okay. Klar. Kennt man ja. Jetzt müssen wir das mal gucken. Geht's jetzt hier nach hinten? Nee, ich glaube, wir müssen. Come over here, walking. Nee, warte. Nee. Nein. Wir müssen zurück und dann da. Sure, do you watch hier. Kenos Character?
All I can see is a couple of gamer tags walking into each other like idiots. Yeah, but you can switch that with, with a cross. Yeah, come in. You can't, not when you're... Not... You can only do that when you're... Okay. What are you doing there? Laying, sleeping? Do you sleep? Sleeping, I'm tired. I'm tired of it. Stand up! Stand up! Okay. Okay, warte mal. So, jetzt hier rüber. Ja. So. Okay. Dann hier rüber. Komm hier rüber. Komm, komm. Dann hier rüber. Und dann hier rüber. Okay, okay, okay. Und jetzt hier. Okay. Ey, da hab ich weggebounced! Ey, ich hab nichts gemacht! Der hat mich geschubst! Ja, ja. Nein, ja, wirklich! Ja, ja. Chat kann's bezeugen. Hey, one of us pushed you? We're all the way over here. Ja. That's impossible. Nein, no, not you. The barrel. Keno, was machst du? Keno macht einen Rage Quit. Ich bin sofort zurück. Ah, okay. Jared, kannst du mich holen? Maybe. Shouldn't you be able to revive yourself in like 3 seconds? Nope. Really? Wait, wait. I'll give it a shot. I'm not sure. Yeah. Yeah, I can go now. Cool. Okay, I got you. Then, just go this way. Okay, you see where we're going? Yeah, I'm coming. Alright. Here I am. Thank you very much. Here we go! So, is this a battle room, finally? This is, something might happen here, I don't know. Before we enter that area, I want to, rephrase the bet. Okay. Okay, then wait here. We're in the cradle of goddamn nation. But that means we are good for the fight now, yeah? Yeah, I think so. Okay. Also, nochmal neu. Wir müssen das ja auch noch dann, ich muss das ja auch rausschneiden für Social Media. Das muss jetzt hier alles ausgeschlachtet werden. Also, meine Lieben, Keno, Hybrido, Evil Jared Hasselhoff, Michael Krogmann, alle drei sind hier. Und wir haben jetzt eine Wette am Laufen. Und zwar spielen wir Destiny 2. Und wir spielen gerade einen Dungeon. Der Dungeon ist nicht so leicht. Ich bin hier eh der Newbie. Und wir haben gesagt, die nächste Person, die stirbt, muss was machen. Sollte Jared sterben, muss er einen Eurodance-Song singen. So, das ist ganz wichtig. Keno hat sich bereit erklärt, das Ganze mit ihm aufzunehmen, weil er der Produzent ist. Also auch Scheißarbeit für ihn. So, sollte ich sterben, dann muss ich einen Mankini tragen. So, das ist natürlich überhaupt kein Problem für mich, weil ich liebe Fashion. Ganze Stream and in your Social Media, alright? As so I said, I'm a Fashion Addict. Alright, ready? Okay, ja, dann machen wir das so. Okay. Next death. So... Hey, I'm gonna cast curses on both you guys. Okay. Nice. Right, so, you'll definitely die. All right, there should be a place up here we can do a rally, although I don't think we need it. I got a full super. Okay, here, I think here, or down below. Maybe down. I think down below. Yeah. All right, so, Krogi, you remember the first encounter where there was a knight, a shrieker, and a witch, and you had to do different things to kill them with the sword? Mm-hmm. One tower's got a knight, one tower's got a witch, one tower's got a shrieker. Okay. And then, same thing, you gotta kill the knight with, I think, L2, R2, kill the witch with R2-D2. Right. Mm-hmm. Okay. And then you gotta kill this big butthole in the middle. Die Leute fragen, hat Krogi jemals eine Wette gewonnen? Nein. That was the best explanation. Okay, after we killed the three, the witch, the knight and the shrieker, and we can make damage to the boss. Ich mach mal auf Deutsch kurz. Ja.
dann müssen wir auch, wir können ihm nur Schaden machen, wenn wir in dem Kreis da sind, um den Kristall rum, wo er steht. Nur von da aus können wir Schaden machen. Ne? Wenn wir von draußen, kannst du nicht schießen und Schaden machen. Und das müssen wir wahrscheinlich dreimal machen, vielleicht zweimal, weil wir jetzt Hilfe! Stärker sind. Hilfe! Können wir als Team arbeiten jetzt hier? Ja. Ich bin fast tot. Oh. Warum, was passiert hier? Ich will nicht sterben. Versteck dich da hinten irgendwo. Versteck dich hinter den Dingern. Hier hat's zwei Schwerter übrigens. Wer ist down? Jared ist down! Jared ist der Erste! Jared ist der Erste! Das ist mein Jugendsong für... Geil! Oh, hab ich Glück gehabt! Ich hab eine Wette gewonnen! Ich hab gedacht, du bist gekommen! What the fuck? Ich hab eine Wette gewonnen! Jared singt for us! Oh mein Gott, Jared! Ich hab eine Wette gewonnen! No. Moment mal, aber ich muss es. Oh, jetzt muss ich den Scheiß auch aufnehmen. Oh no! Geil! Nein. Jared, what do you have to say? No! Jared, tell us, how do you feel? Oh, it's so bad. Oh, herrlich. I need a sword. Like we don't have any. Hier, da rein. There's a bunch over here. Okay. First of all, I want to thank MTV for doing this. And my manager, God. Guck mal, hier ist ein Schwert, da ist noch was dran. Wo ist noch was dran? Da bei dir, okay, komm mal. Ich muss dir das rein danken hier. Ja, dank den rein jetzt. Boah, ich bin gleich tot. Alright, the knight's down. I'm gonna go dump this charge. I dump this charge. Oh, wait. Okay. Jetzt haben wir noch eine Charge und dann können wir Schaden machen, ja? Oh, ich bin so glücklich, dass ich eine Wette gewonnen habe. Das ist Hammer. Ich dachte, du bist gestorben. Das hat mich gefallen, warum ich schön. Das gesehen habe. Wie nein, schön einfach. The freaking knight. How did you die, Jared? Because the freaking knight pushed me off the edge. Like an asshole. Ich find's richtig toll. Den Boy in der Mitte kann ich noch gar nicht verletzen, ne? Nee, das erst wenn wir den dritten Dinger gedankt haben. Ja, ich verstehe. Ich habe ein Schwert hier für die Hexe. Wo ist die Hexe? Ich komme mal. Hier. Ah, da bei euch, okay. I gotta get another sword. Ich habe auch ein Sword. Alright, then go kill the witch. Ja, ist sie hier? Oh, jetzt bin ich gleich tot. Ich habe vergessen, dass ich hier immer schießen muss. Du müsstest schießen. Ja, ich hatte doch ein Schwert. Sie ist down. Ja, aber du kannst nicht schlagen, ja, wenn ich geschossen habe. Du kannst Mann, nur so schießen. So. Schießen mit R2. Okay. Ne? Aber egal. Okay. So, jetzt guck mal hier. Jetzt danken wir das Ding. Hier, du darfst danken. Guck mal hier. Ja. Du dankst jetzt dieses Teil rein. Dann müssen wir alle in den Kreis und machen ihm so viel Schaden wie möglich. Wo danke ich das rein? Da in den dicken Stab in die Mitte? Guck, ja, in den, da ist das weiße Ding da. Guck mal hier. Ja, ich danke die Scheiße rein. Ich danke jetzt. Ready? Ja. Okay, los geht's. Damage die Sau. Ich bin down. What? Ja. Ich bin beim Reingehen gestorben. Ich wollte dich. Ich weiß nicht warum, aber ich bin beim Reingehen gestorben. Hier. Jetzt hier. Schaden. Guck mal, da Jared hat dieses wunderschöne Super für uns gemacht. Ja, super. Einfach reinstehen. Ja, super. Super. Fein. Das ist doch super. Ich kriege so viel Damage. Von wem? Ich weiß nicht. Ja, vom Dicken, der Schaden macht er uns schon. Ja, aber hier ist auch noch so ein Schnetzelmeister. Der Ritter. Schnetzelmeister? Ja, oh, der ist auch gemein, ne? Schnetzelmeister? Ja, so heißt der. Schnitzelmeister. Schnitzelmann. He's immune. Alright, go back, we gotta get more. Alter, der macht mich sofort kaputt, warum? Ach so, we die if we stand too long in the middle, right? I forgot that. Ah, okay. Or? We have to get out the circle. After the okay. Thing. Ja. So, jetzt brauchen wir wieder die von den Schwerttypen, die. Die Schwerters. Alter, die sind alle hinter mir her hier. Gott, die haben drei Schwerttypen hinter mir her. Willst du nicht verarschen? Oh, hau doch ab. Sag mal, wie viel hat's denn hier von den Schwerttypen? Alter. Aber die droppen nicht alle, ne, oder? Doch, jeder Tropfenschwert. Ja? Also jeder kann jetzt eine Seite machen zumindest. Ne? Ja. So, ich hab ein Schwert. Ich auch.
Jetzt geht jeder in eine in einen Bunker und entweder den Shrieker wieder selbst mit den Projectiles oder ich gehe zu Jared. Okay, ich muss erstmal die immer gut ist erstmal die Spawn ein bisschen platt machen, sonst stressen die einen richtig, wenn du dich dann auf den Ding. Ich bin ja auch schon wieder fast down hier. Hallo. Ich habe einen Rift gemacht und dabei mein Schwert verloren. Peinlich. Ich hab einen. Wie hat's denn da noch von dem? Ich weiß nicht, wie der Schaden nimmt. Der nimmt keinen Schaden von meinem Schwert. Wie, wer? Der Ritter? Der hat ein Schild. Der Typ hat ein Schild. Wie kriegt der Schaden? Normaler Angriff. Auf die Fresse hauen. Okay, einfach normaler Angriff. Das brauche ich. Okay. Okay, dann bin ich einfach nur dumm. Aber das ist ja nichts Neues eigentlich. Ja, da war noch ein Schwert. Hier. So, jetzt hat er sein Schild nicht mehr. Jetzt ist ja easy. So. I'm gonna go dump that charge. Dump the charge. Alright. Wo gehen wir jetzt hin? Ich bin gerade an der Hexe noch dran. Ich komme zu dir. Ich will dir nichts alleine machen. Das ist Teamwork. Ich habe nur noch 4 Schuss mit meinem Schwert. Habt ihr noch? Ja. Jetzt habe ich kein Schwert mehr. Jetzt habe ich auch nichts mehr. Okay. Brauch neues Schwert. Bringt nichts. Ja. Bin abgerutscht vom Schwert abgerutscht. Keno. Wie soll ich das jetzt irgendwie versuchen zu verstehen, oder? Ja. Okay. Bau noch ein Schwertboy. Warum du? Das ist noch, ich weiß nicht, was mehr creepy ist, aber okay. Das ist ein guter Stream. Entertainment ist auf jeden Fall da. So ein Schwert. Es gibt keine Schwerter mehr. Da. Wo ist er? Da ist einer. Okay. Jetzt. Alter, wir sind echt stark. Ich hätte gedacht, dass die das mehr buffen irgendwie, die Gegner hier. Das wundert mich jetzt, dass die relativ schwach im Verhältnis sind. Damage! Ah ja, dann hast du schon, okay. Welcher Turm lebt denn noch? You guys out here? Kino, you ready? What? Achso, warte mal, ja, nee, I'm coming. Ja. Okay. Slam it. Ja, damn it. Slam it in. Hey! What? No slamming? Wo ist der hin? Hat sich wegteleportiert. Ich fahre da meinen ganzen Super rein. Macht der Damage? Get the witch? Nee. Hast du mich. Nee, he's immune. Why? Did you dunk the thing or? What happened? That means is the witch still alive? Yeah, the witch is still alive up here. Why? Okay, come in. I killed the other two. Come in. I got it. I said I don't have a sword, and then you guys showed up, and then I thought you were taking care of it. And then you said you're dunking your penguin. Oh. Okay. Yes. Oh my god. Alright. So, jetzt. Oh, geht die Tackle auch für den? Nee, die geht nicht. Wann muss man wieder raus? Immer mal wieder raus, ne? Achso, da läuft so ein Ding ab. Was ist das? Wo sehe ich das? Ich weiß auch nicht. Links unten oder was? There's 9 more seconds of Weller Radius. Okay, we have to go out. 9, 4, 3. Okay. Ja, den Counter habe ich überdeckt. Okay, aber schaffen wir ja gleich. Na, ja, jetzt noch einmal. Okay. Aber wenn er sein Schwert in den Boden rammt, dann raus da. Achso, okay. Alles klar. Dankeschön, Braxas, für den Hinweis. Wie schnell wir die Ritter killen jetzt mit unserem Power-Level, das ist schon krass. Ich bin hier bei der Hexe. Hexe's had it. Hexe, das war's mit der Hexe. Yeah, I'm gonna move on to the... Ich hab so ein Eumel zum Dumpen. Ich dump den schon mal rein. Reingedippt, dumpt. Ich bin wieder dann. Okay. Ey, wir müssen gleich noch unbedingt über diese Wette reden, ne? Das ist richtig ein Glücksgefühl für mich.
Oh shit. Ja, das machen wir jetzt gleich, wenn wir hier. Ich brauche ein neues Schwert. Ich hab ein Schwert, ich komm. Oder ja. Was? Wo? Hier, wo ich bin. Ja, hier ist der Ritter. Mit seinem Schild. Ich hab ein friggity freshes Schwert. Hier, ich geb's dir, komm. Mach du. Nein, mach du, komm. Nein, mach du. Nein, ich mach dir jetzt. Nein, jetzt mach rein jetzt. Der Newbie. Ja, du bist der Newbie. Ja, hab Schwert jetzt. Jetzt so, jetzt gib ihn von hinten. Okay, so wie sie's gehört. Fachgerecht, Keno. Keno, fachgerecht. Ja. Ja, genau so. Ey, ich versuche mich die ganze Zeit am Riemen zu reißen, okay? Ja. Dass ich hier nicht so. Oh. Wieso? Ich auch! Ich dachte, du bist der Anstandsdoktor hier und ich muss mich am Riemen reißen mit dem, was ich hier von mir lasse, aber anscheinend. Ich bin hier für ein amtliches Geschnetzel. Hi, are you ready? Ja. Okay. Oh no, no, I'm no, 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 I'm down. What? I fell. Alright. Ja, I fell. Vitamin danken. Ja, ja. I fell. Wir holen dich. Cool. Thank you. Alright, I don't have a super, so we gotta do this old matter. Yeah, we do it the old school way. The old school. The old fashioned way. We just kick him in the boards with a fist, okay? Just oh. Okay, that's the old school way. Die. What? The other is dying. So, haben wir jetzt gedankt? Machen wir Schaden? Ja, wer ist hier? Gibt's Schnapp. Ja. Ich bin down. Ja, wow. Oh, wow. Yeah, without a well. Alter, machen wir überhaupt irgendwie Damage hier? Gar nichts. Jetzt! Komm! Ich hab die Quad! Yes! Oh, yeah. Oh. Ja, also. Oh, Mission! Mission okay. Complete! Geil, wo ist mein Loot? Da ist der Loot. Ich muss den erst finden. Alright, so wait, that was kind of like in a gamer's hide. What did I just agree to? Yeah, once again, well, wait a second, please. Ich muss gucken, ob ich noch einen geilen Scheiß hab. Warte mal. What have I agreed to? I gotta play a song? Yeah. Wait a second, Jared. Wait a second. Just need to check my loot. The loot is more interesting. Yeah, just need to check my loot, Jared. Fuck the bat. Oh, fuck yeah. The bat. I just want to see my loot. Ja, okay, komm. War übrigens einer der lustigsten Playernamen, die ich letztens gesehen habe. Wladimir Lutin. Fand ich irgendwie witzig. So, pass auf. Ihr seid jetzt beide wieder im Vollbild. Ich bin aus dem Game raus. Also erstmal muss man sagen, wir haben gerade einen Dungeon geklärt. Ist das richtig? Ja. Ja. Ich könnte nicht sagen. Und haben uns richtig, richtig schön bescheuert angestellt. Ja, so wie es sich gehört für uns. Also es war auf jeden Fall anstrengend, sag ich mal. Der Loot ist gut, aber es war anstrengend. Aber mit euch ist geil. Ihr seid toll. Tolle Menschen. Ja, auf jeden Fall. Die schlechtesten Spieler auf der Welt, aber okay. Und also, Jared, lebst du noch? Jared, are you alive? Say something. Ja. Is he breathing, Krogi? Is no, he breathing? No, he's a zombie. No, I don't know. He's dead, right? Jared? You're all the rage these days. Jared, ich mach dich noch größer bei mir auf dem Stream, ja? Dass Leute wirklich genau wissen, wer du bist. Mach ihn groß, Krogi, mach ihn groß. Dass die Leute wissen, das ist der von Arctic Warriors. Ach, der ist das. Arctic Warrior, the number one show on YouTube. Yeah, and it is right. You are a contestant there. Yes. Wir haben Destiny gespielt und Jared hat eine Wette eingegangen, oder ist eine Wette eingegangen, Keno auch. Und ich erkläre euch nochmal ganz kurz, was passiert ist. Wir haben gesagt, vor dem nächsten Raum, wo viele Gegner drin warten, die eine Person, die stirbt, die muss was erledigen. Und Jared, ich werde dir jetzt nochmal ganz genüsslich erzählen, was du machen musst, ja? Und dafür mache ich dich noch größer. Ich mache dich jetzt richtig groß auf dem Bild. Warte. I'm not sure I lost that. Make it big. Push me off. That was unfair. No. So, jetzt bist du ganz alleine. Das ist, jetzt bist du ganz alleine zu sehen, so wie du es magst. Ganz alleine. That was a total rip-off. So, wie du es magst. Just you. You and your ego. So, Jared, also, du wirst jetzt, warte, ich mache uns auch wieder ein bisschen dazu. Du wirst jetzt Folgendes tun müssen. Du hast verloren und deswegen musst du jetzt einen Eurodance-Song singen. Du musst einen Eurodance-Song singen. Wer darf denn entscheiden, was er singt? Cover. Ja, ich. Krogi, du darfst entscheiden. Ja, oder, klar. Oder, okay, was gibt's denn für Songs? Was sagt denn der Chat dazu? Chat, was gibt's denn für Songs, was wir machen? Chat, jetzt hat er alle Witze. Was Jared machen muss. Also ich würde sagen, ich entscheide es, aber ich lass mich inspirieren.
Vom Chat. So. Ich meine, es gibt halt. Nein! Oh mein Gott! Also, es gibt halt sowas wie Hathaway oder kennst du hier. Ja, ja. Oder wie heißt der eine Captain? Nicht Captain Planet, der andere. Captain Jack. Den gibt es. Das ist schon zu cool. Es muss richtig Horror sein. Ich weiß halt, Jared, du bist doch großer Fan von den Niederlanden. Tiger. Du bist doch großer, bist doch großer Fan. Ja. Like hell? Well, yes, I do like hell. That's true. nein. Also ich bin, ja, Blümchen ist auch eine gute Idee. Blümchen ist eine sehr gute Idee. Jared, Blümchen singen, das kommt mir gut in den Kragen, muss ich sagen. Was hatte die? Naja, Herz an Herz. Boomerang. I've seen on these like celebrity fitness shows and she's so Boomerang hatte die. Nein, warte mal, es gab doch noch einen anderen Song. Boomerang. Was gab's noch? Da gab's noch was, irgendwas. Weiß das niemand im Chat? Boom. That wasn't Eurotrash though. I think that was. Yeah. Like, Nein. Ich bin dafür, dass Jared ein Lied performt von unseren guten Freunden, von unseren holländischen Freunden, von unseren Frikandel-Freunden aus Holland, den guten alten Wenger Boys. Das würde ich mir wünschen. I don't like Wenger Boys. Doch, du magst die Wenger Boys. Das wünsche ich mir. Die hatten noch dieses Boom Boom Ding. Ja, ich wünsche mir das. Ein schönes Lied von den Wenger Boys, Jared. Ja. You really want me to do that? Get the fuck out of here. Jared, I can start. I can make the auto tune ready for you. Okay. All right. That'd be great. That's what you want to hear. I will do it. If Eno can turn the knobs. I don't turn the knobs. It's just you. I do some beats. I do some bass. Well, you can do the bass, but. Okay, the thing I can offer is, Jared, you need to sing, and maybe you can play the bass. Kino will arrange it, yeah? And if you want, and if you need the help from a shitty... Shut up. If you need a little bit help from a shitty drummer, call me. Drummers are about to be replaced by machines anyway. That's right. We can do this in like 2 days. So long? Can somebody pay me the doctor for afterwards? Then after the talking with Jared, somebody pay me the therapy costs? Who's paying me the therapy costs? I'm enjoying something too much, you know. Okay, dann ist beschlossen, ja? Ist jetzt beschlossene Sache. Chat, ich wiederhole. Also Jared wird jetzt ein Lied, was auch immer es ist, von den Wenger Boys, muss er singen. So, Kino arrangiert das als Produzent. Und vielleicht brauchen sie mich noch am Tambourin, das weiß ich nicht. Aber das ist jetzt der Plan. I should have stayed in the Arctic Circle. Hey. What are we doing? Cool. Viele Leute, also Chat, seid ihr begeistert? Könnt ihr jetzt mal alle im Chat begeistert sein, bitte? Ich brauche jetzt irgendwie Feedback. Irgendwas musste jetzt kommen. Eine Person schreibt schon, also Steven schreibt Hurra. Oh my God. Hurra! Ja. Oh my God. Da kann jetzt aber noch ein bisschen mehr Begeisterung reinkommen, Leute. Ja, ein bisschen mehr Begeisterung vielleicht. Ja, ich glaube, also ich bin gespannt. Also viel Begeisterung ist hier nicht, aber das ist ja auch in Ordnung. Oh yeah. Oh, I don't know if this is right, because look at the score. Look at the game score. No, the game is closed. The game is closed. We forgot one thing. We forgot one thing, Krogi. Yeah? Does he has to release this officially, or is it just a song? Yeah, I mean, because if you really want to fuck him, then he has to release it, you know, under his name. I think under Evil Jared. I think, of course, no, Jared should release it. Of course, he never will. There's no way the record company, the record label's gonna laugh us. Which record company? We are DIY. Which record company? You are DIY. Nobody cares anyway. Yeah. Hey, Krogi, I'm just releasing it anyway. I don't need Jared for that. He can sue me later.
He can sue me later then. Yeah, okay, then okay. Send me the results in 2 days from now. See you then. Take care. 2 days? Oh, yeah, sure. Time is money, you know? Hey, what if my mic explodes if Jared is really singing? Does somebody pay me that, or I don't know? You're on your own. Yeah. Thanks. We are all friends here, but in terms of microphones, we are all on our own. I would have liked more Krogi to see hosting in a mankini than you singing. But anyway. Okay. Well, but have you heard of the platform Fiverr? Plenty of more time for stupid bets. In fact, anybody from Krogi's stream that wants to see more stupid bets, just tune into Dumpster Fire tonight at 8 o'clock, where me and the Bandman will begin. Krogi, do you want to join us as a special guest tonight? As a special guest, I don't know. What do I have to do then? Just talk shit. Okay, then next time maybe, not tonight. All right. Yeah, I will join you, but not tonight. Tonight I premiere in Germany, so maybe on the next show you can join in. Yeah, why not? We'll do that, of course. All right, turn this into a new activity. You want to try this? I don't know. Do we have time for a new activity? I don't know. It's 20 minutes. Yeah. 20 minutes? Okay, let's do this. It's on Legends. Yeah. Might be tougher. Okay, 20 minutes. Legend. Okay, maybe I take the 20 minutes back, but... It's on Legend, so it's going to be a lot more than 20 minutes. But... Legend is... Okay, Legend is... Legend. Do we have God mode on? Yeah, last one... you really got to play this now. Yeah. Do you know the saying, der hat an? Kennt ihr das? Der hat an? Warte. Yeah. Auto aim. He's on. He's on. He's on with the auto aim and the wall hacks. Yeah, der hat an. Der hat an, ja. Ihr habt nicht angehabt. Von uns hat keiner angehabt, sonst wären wir nicht so oft gestorben. Niemand angehabt von uns. Also, ja, meinen Sie mir ehrlich. Also was uns niemand unterstellen würde, ist, die hat noch cheaten. Niemand kann uns unterstellen, dass wir cheaten. Also das ist halt, ja, und das wenn, dann wäre es wirklich. Dann wäre es wirklich ganz grässlich. Schlimm für uns. Ja, das stimmt. Überleg mal, wir hätten so gespielt mit Cheat, Alter. Dann wäre es aber ein schlechter Programm. Schlechter Cheat gewesen. Sehr schlechter Cheat. Oder einfach richtig übel Spieler. Ich meine, was wir sind, aber. Ja. Ich bin einfach happy, weil ich eine Wette gewonnen habe. Ich bin einfach glücklich. Naja, also. Wenn man es mal ganz genau nimmt, müsstest du trotzdem im Bikini, im Mankini hosten, weil, okay, die Sprungphase, das war natürlich schon scheiße, aber also war jetzt nicht korrekt dir gegenüber, deswegen war es schon okay, wie wir es dann gemacht haben, aber eigentlich... Aber trotzdem bist du ja vor mir gestorben. Ich, ja. Was kommt jetzt von dir? Ja. Was willst du mir jetzt damit anbieten? Ja. Nein, ich muss doch den Scheiß schon aufnehmen. Okay? Ja, aber... Lass mich raus. Ey, I paid my fucking dues. Oder I have to pay it. Ja, dann gib mir ein Mankini, ist okay. Will happen. Gib mir einen. Jetzt bin ich. Das hast du davon. Dann siehst du mal, wie schnell es geht. But you do have to pay it at Brookerville. Once again, the connection was crap. No, it was not. Also, Jared. Ich meine, ich bin ja so ein bisschen in der Mitte. Ich bin ja eigentlich raus aus der Bettgeschichte. Aber eigentlich finde ich das. Das Krogi, I think Krogi still, I mean, yeah. He kind of died, and he didn't, I don't know, he had to, if you ask me, he has to also, you both lost, because you both died, and I don't know. Is that all you have to say, Keno? No, it's a lot more, but maybe this we'll do it another day. Okay. Let me think about it, okay? All maybe right. we have to do an official, how is it called, Jared, when you do a judgment thing. Then the you have to the judgment thing, nice. A hearing and, process? You know, huh? Trial, a process. A trial. It's a process, of course. it's a process of the bet. Yes, it yes. was a process that we finished the dungeon. That was a process. I mean, that's a complete YouTube video. We finished it.
It's amazing. Oh, it's me too. Yeah, it makes it through the easiest dungeon. Yeah, but it's, at least it's something. That one or Shattered Throw? Shattered Throw was the first one that came out. But I think it's slightly harder. Well, maybe next week we can do that. What's the name of the dungeon we did? That was Pit of Heresy. Pit of Heresy, okay. Okay, I'm done. I mean, nice. We could try to play all the dungeons, like every time we play another dungeon. Yeah, let's do this. But maybe it needs 10 years or something, but... I mean, some of these dungeons are pretty tough. Maybe we can, we would get a sword from Bungie afterwards as a as a present. As the worst player ever? As a present for doing that. Playing Destiny for 10 years. Bungie's very inconsistent with their dungeons and with the raid. What do you mean with... Well, I mean, some are super easy, some are almost impossible. Okay, yeah. Hey, Krogi, do you have the Quicksilver auto rifle? No. Quicksilver? Doch. Warte mal, lass mich gucken. Hast du? Ja. Quicksilver, ja. Heißt die. Ja. Oh, okay, weil die haben die gebufft um 25% und der Raketenwerfer, wenn du, also du weißt ja, wenn du auf den Gegner schießt nach so und so viel Hits, drückst du laden, also reload, und dann geht er auf den Granatwerfer und der hat jetzt macht massiven Schaden. Massiv. Ja, den das ist richtig geil, die Waffe, ja, den musst du spielen, die ist wirklich gut. Ja, die hab den ich Katalystus auch, drauf? Den habe ich, den Katalystus drauf, habe ich schon sehr lange gespielt. Deswegen, ja, ein bisschen habe ich investiert, ein bisschen Zeit. Aber er ist noch nicht offen. Doch. Ich habe echt lange gemacht. Der Katalyst? Ja, ich habe. Okay, geil. Deswegen schießt du auch Strand, ja, sonst könntest du keinen Strand exakt. Schießen. Ja, Katalyst hat ewig gedauert. Ja. Da wollte ich mich verarschen, okay, wie lange soll ich denn mit der scheiß Waffe schießen? Jetzt müssen wir hier an Sparrow und hier rüberfliegen. Ah, okay. Das geht über Wasser? Können Sparrows über Wasser? Ja. Ja. Das ist ja mega. Meine Katzen schwirren hier rum. Die haben langsam Hunger, aber die können auch nichts. Die werden nicht verhungern. Grasp of Avarice war auch nice. Wäre auch nice. Ist das auch ein Dungeon? Grasp? Oh ja, den können wir auch spielen. Ja, der ist auch cool. Ja, yeah, you like that one. That's fun. I just played it one time with you and Matze. Yeah, that's a... You and Rain Man. Not fun at all. Whatever that one where you go into like Xur's region is horrible. That's not fun at all. But Pit of Avarice. I forget what it's called. It was the third one that came out. Where you have to keep moving closer to the boss at the end. And it's got those big... Shadow Throne was the first one. And then the next one was... Which one was the next one? Which was the second one? Pit of Heresy was second. Oh shit, use the wrong weapon. Stimmt, that was second. Oh, overload. Got it. What? Yeah, she's in there. Yeah, both down. Ach, von da hinten schießen die noch rein. Alter. Who's killing us here? What's happening? The big boss is making massive damage. Yeah, the one, the overload taking goblin. But we have to kill him with an auto rifle. Okay. I think auto rifle is for auto rifle. Auto rifle. I'm a auto rifle man. Ich bin gleich wieder tot. Lass mich in Ruhe. Na klar. Auto rifle is overload, yeah. Oh no. Ich ziehe in die Artefakte. I'm down. Warte mal hier, wo ist es denn? Hier. Overload. Overload bow. Yeah. Overload auto and SMG. Just hit him with heavies. I'll keep him stunned. He's stunned. Oh, he was invisible. Okay. Das ist der Mino oder Mino der Angelo hier. Yeah. Der hat dich gekillt. Ja. Ich habe ihn nicht. Ich habe gedacht, es wäre nur Dampf. He's stunned again.
Alter, was geht? Die machen mich alle sofort tot. Ja, das ist ja auch Legendary. Das ich bin hier viel, schon zu, viel zu schwach. Peinlich. Leute! I'm constantly shooting. Okay, Jared. So, ich schieße jetzt auf den Overload, okay? Son of a bitch. Son of a bitch, shit. Okay, ich bin viel zu schwach für Legendary. Nein, Quatsch, 8 und 6 ist gut für Legendary. Okay. You get good gear. Das ist normal, dass man da ein bisschen stirbt. Wenn man so Rambo-mäßig reingeht. Wir könnten sie auch vorsichtig angehen, aber dann macht es ja weniger Spaß. Das ist richtig. Niemand würde das tun, freiwillig. Warum? Ist ja ein Game. Wir haben unbegrenzt Leben. Früher musste man bezahlen für jedes Game am Automat. Es ist wie im Tonstudio. Wir haben jetzt brauchen keine Bänder mehr, keine Tapes. Wir haben Festplatten. Nee, gibt ja. Man kann den Produzenten ja nerven, indem man 100.000 fucking Vocals aufnimmt und der Produzent dann da sitzt und den ganzen Scheiß sortieren kann. Meinst du, sowas wird passieren, wenn ihr Vengaboys aufnehmt? Mit Sicherheit. Ja, ich bin gespannt. Weiß nicht. Ich bin gespannt. Oder meinst du, Jared macht einen One-Take? Also, wenn er so liegt beim Aufnehmen, glaube ich, ist ein One-Taker. Ich hab Jared noch nie singen hören, okay? Nur mal so. Noch nie. Ich habe ihn saufen sehen. Ich habe Jared schon mal singen hören. Beim Trommeln. Habe ich schon mal gehört. War ganz geil. Ich habe rausgeschossen. Ich bin tot. Peinlich. Beim Trommeln? Was hat er gesungen? Hier dieses eine Lied hat er da. Dieses eine Lied. Dieses eine, was so schön ist. Dieses eine von Slipknot hat er gesungen. Dieses eine. Von Slipknot? Ja. Okay. Dieses eine hat er mitgesungen. Hab ich. Ja, hast du. Okay. Welches denn? Ich weiß nicht, was wir da hatten. Das, was ich nicht trommeln kann, weil es so schwer ist. Du kannst was nicht trommeln, weil... Ja, ey, Joey Jordison ist schon... Der war schon ein richtig krasser Drummer, muss man schon sagen. Der hat schon krassen Shit gemacht. Wie gibt's den? Lebt er nicht mehr, oder was? Nee, den gibt's nicht mehr. Oh, okay, was passiert mit dem? Chat weiß bestimmt, ich weiß nicht mehr. Der hat irgendwie... Also meine Erinnerung sagt mir, er hatte eine Krankheit, aber ich weiß nicht genau. I think it was drugs. Ja, Jared singen hören. Bin mir nicht sicher, ob es Drogen waren bei ihm. Ja, Jared singen hören. Okay, Alter, ist das... Boah. Das ist hart hier, ey. Oh, have you heard it? Is now a fugitive from justice in Pennsylvania. Yeah, Bam apparently punched Jesse in the face a bunch of times. Oh, yeah. They killed his family and then ran into the woods. And now the cops are looking for him. Oh, no. What? I mean, no one's been in my bedroom for months, so he might be hiding out of my place. Oh, no. Oh, I read it on Twitter. The cops don't hear this because I'm really kind of fucking around, but it might be there, you know? Oh, no. So, ich schieß mal den kurz die Schilde weg. Und dann killen wir die Witch jetzt noch. So. Oh, jetzt stehen die in die Bleit rein, die Sau. Gibt's doch nicht, ey. Guck mal ganz nach. Naja, jetzt ist es okay. Once again? I'm trying to put this blade down. Okay. Ja, ich. Jared, we need to improve your microphone for next time. Yeah, well, I'm shooting on my phone right now. I told you I'm trying to build that gaming room, but the TV was fucked up. Once it's fucked up, then I can get all my decent streaming crap. Okay. Well, maybe it's not Jared. Maybe Jared is dead. Maybe it's Manuel Neuer. Yeah. Oh shit. Yeah, that was good. Sei vorsichtig, Shooter. What? Jared. Manuel Neuer. Das war die Werbung, ne? Ja, das war schon ein paar Jährchen her. Ich lebe in der Vergangenheit. Genau wie ihr alle. You work for my... What? What? You said it was a Werbung. Yeah, you sound Mike. Yeah, with Manuel Neuer. Do you know it? Did you ever see it? It's is that the guy? Yeah. No, there was the funny thing was... Xavier and I do. How was it? Wie war das nochmal? Dass dann am Schluss die Freundin von ihm irgendwie da liegt, oder was? Ja, nee, ich weiß es auch nicht mehr, keine Ahnung. Ich bin down. Irgendwas. Ich auch. Peinlich. 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 Richtig peinlich. Alright, oh. Is it, what are you guys doing out here?
Sure. What kind of asshole shooting you here? Yeah, yeah. Thank you, Jared. Is there another word, Jared, for peinlich than embarrassing in English? No, embarrassing. Like a cool word? Like shameful? Shameful. A longer one is better. Shameful. Peinlich is about where he would be at. No! Like that. Comment. Comment. Nice deal. Yeah, yeah. Peinlich ist super. Nee, ich überlege immer noch wegen dem Clan-Namen, den wir uns geben könnten. Stay down. Peinlich. Ja. Peinlich. Echt peinlich. Chat kann auch peinlich schreiben übrigens. Geht auch. Ey, guck mal, ich habe nichts gemacht, schon wieder down. Ich hab... Peinlich. Ja, es ist wirklich schäbig. Schäbig. Purple shit is that... Ich bin tot. It's like one shot death. But it's a legend. I mean, it's really way harder than the normal one. Wie machen wir das Auge kaputt? Einfach draufschießen oder wie? This is not an easy gimmick. Even when it's not on legend. Okay, einfach aufs Auge schießen, alles klar. Ins Auge rein. So, das kann eine Stunde dauern jetzt. Nee, oh, ich bin tot. Komm, sag's. Sag es. Peinlich. YOLO! Oh, okay, not that way. Ich hol dich. Komm, okay. Komm. So, immer noch Schaden ins Auge. Jetzt hat er einen Schutz, immun. Ne? Jetzt ist er immun, ne? Ja. Immun, ja. Was? Oh, diese Kugeln haben mich getroffen von ihm. Oh, das ist so die hart. Kugel hat mich. Ach nee, so ein Typi auf dem Turm hat mich runtergeholt. Aber wir spielen auch wie so Rambo ist echt da mit drin. Also kann ja wirklich, aber ja. Nee, Granatenwerfer weiß ich, Chat. Aber ich weiß ja immer nicht, ich kenne das Timing noch nicht so richtig. Das brauche ich auch ein bisschen, dass er sich auflädt. Oh no, wait, there's one. Wow, Alter, der oben, guck mal, wir müssen den mal runterschießen, den Sniper. Okay. Gut. Ja. So. Was macht er denn hier jetzt, hier vorne? Ach, das ist ein Unstoppable. Wer hat was gegen Unstoppable? Ich weiß nicht, glaube ich nicht. Ein Unstoppable? Unstoppable ist, was ist nochmal, ja. Jared? Ich baller dem jetzt einfach in die Scheiße rein. And Scout Rifle. Scout habe ich gerade nicht ausgelöst. Hey, aber der nimmt doch Schaden hier ohne Ende. Ja, wenn wir gerade alle zu dritt reinballern ohne Ende, dann nimmt er auch Schaden. Aber wenn du nicht mit der mit dementsprechenden Waffe. Mann. If you don't get him with the unstoppable shot, then he's okay. Just keep idea. Also die es gibt, guck mal, es gibt ja drei, ne, verschiedene, das hast du wahrscheinlich schon gesehen. Einmal die Barrier Champions, ja. Die laden sich wieder auf, die machen dann so einen roten Kreis um sich rum. Da musst du dann mit der dementsprechenden Waffe rausschießen, dann kannst du sie runterballern. Wenn du die nicht schnell genug runterschießt, dann laden die sich wieder auf. Das sind die Barrier-Typen. Ja, 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 ja. Und dann gibt's die Unstoppables. Und dann gibt's noch die, also so wie den gerade, da musst du einfach die richtigen Waffe dann halt voll runterballern. Und dann gibt's noch die Overload. Wobei die Barrier sind eigentlich so die größten Pain in die Ass. Weil die mit diesem blöden Aufladen, wenn du nicht schnell genug bist. Jetzt guck mal, komm, ich hol dich jetzt, wenn ich schaffe. Ich sterb wahrscheinlich. Ich sterb 100 Pro. Nein, 100 Pro. Geh mal ein bisschen positiv ran an die Sache. 100 Pro, Alter. Positiv rangehen an die Nummer. Was? Ich bin tot. Oh my god, there's so many of those guys. Ja, Jared ist ein Man, wird schon gehen. Wenn es mich nicht so hochgeschossen hätte, naja. Wie lange musst du noch? Wie ist dein Cooldown? Keno? Ich respawn. Du hast doch, bist doch, du kannst auch respawnen, ja. Immer noch immun, die Sau. Dachte, ja, wir müssen da hinten das Ding machen. Ja, ich dachte, ich hätte den Blubber fertig gemacht, dachte ich. Nee, wir müssen hier das Ding igniten. Da, das Ding hier. So. Ah ja. Uiuiuiuiuiui. Oh, okay. Jetzt ist er wieder da. Ich bin Ball. Ja. Viele Gegner, ey. Alter, das ist eine fiese Mistsau. Ja, ey, wirklich. Das ist doch nicht cool. Ja.
Jetzt muss ich auch noch überleben wegen euch, ihr Schwein. Jared, ich hol dich. Thank you. Thank you. Schon okay. So, jetzt können wir auf jeden Fall Schaden machen. Der hat ja immer noch, der ist gerade mal bei der Hälfte. Okay, jetzt geht was. Yes! Mein Super hat sowas jetzt von gesessen. Mond, jetzt müssen wir den Ding machen. Ja. Die Pfeilzer schießen oder diesen. Oh, ich bin tot. Oh, fuck. Oh Gott. Champion. Okay, down. Also ich habe das jetzt echt ein paar Mal gespielt die letzten Tage, die Battlegrounds, aber auf Legendary ist schon nochmal eine andere Nummer auf jeden Fall. Yeah, I don't think I've ever tried this on Legendary. I don't know if I played it on Legendary. Achso, hier, warte. Alter, diese Sniper da oben müssen als erstes weg. Aber kriegen wir jetzt geilen Superloot dadurch, oder was? Ja, auf jeden Fall. Boah, das sind die haben so viel Dampf, diese fucking Sniper. Ist der andere Sniper oben auch down? Okay. Ja, der ist down. Und diese. Boah, Alter! Oh, Spidey. Ich bin für nichts anderes hier als Superfan. Wir müssen den Typen da hinten in die Bleiblatt machen. Und da ist so ein Overload oder ein Stoppable oder irgendwas, der. Ja, der ist rein wie ein mieses Schwein. Unstoppable ist ja, es. Ja. Aber die Blubberblase ist kaputt. Oh, hat ein bisschen was gebracht. Hat was gebracht, ja. Gut. Go on. But I'm there. Oh, war das alle tot oder? Okay. Bitte. Welcome back. So, wir müssen den jetzt mal killen. Komm, Jungs. Ja. Langsam ist er. Nee, das ist ein anderer, das ist nur ein. Jetzt kommt da der richtige. Du Leader. Aber die tun auch weh. Jetzt ist er in der Luft, so jetzt können wir hin. Guck mal, ich schieß und wiederbelebe dich. Ich wollte dich wiederbeleben. Danke, da baller ich direkt mit. Als wäre nichts gewesen. So. Geil. Geil. Okay. Jetzt ignite ich die Scheiße hier, ja? Ja, ignite, ich bin schon wieder tot. Okay, es ist ignited. Belebe dich. Bist wieder am Leben. Dankeschön. Klar, Mann. Ehrenbray. Aua, die kleinen Minions hier, ey. Die sind richtige Fucker einfach. Die sind echt übel auch, ja. Komm, müssen wir jetzt mal wieder Schaden machen. Mann, die tun weh. Haut doch mal ab. Ich hau die doch auch nicht alle so. Ja, bin down. Ich falle rein bis zum Tod. Jetzt kommt da noch ein, was ist denn das? Ein Ogre? Ja, aber der nimmt damit. Okay, der nimmt ordentlich damit. Den habe ich zu spät gesehen. Ich dachte noch, was ballert mir denn da so rein? Der kann aber gar nichts, ist mal ganz ehrlich. Hey, Murphy, komm mal her. Komm mal her. Guck mal, ich zeig euch mal was. Ja, so. Komm rein. Oh, Kitty. Sweet. Das ist Murphy. So. Schön, ich schaffe. Richtig schön. Okay, ich habe wieder weit gedrückt. Weiter zocken jetzt. Den machen wir jetzt fertig, dann haben wir es doch, Keno. Dann haben wir es doch, dann kannst du schmusen, wie du willst. Nee, da kommt noch eine Stufe danach. Nein, wirklich? Junge. Ja. Das muss doch nicht sein. Was denkt sich dieses Spiel dabei? Wer hat denn so viel Zeit? Ja, das ist echt ein Problem. So, jetzt kriegen wir ihn. Und noch ein Super. Bam. Tipptopp. So, okay, jetzt kommt die letzte Stufe. Und dann kriegst du fetten Loot. Aber eigentlich müsstest du so nebenher schon einen ganz guten Loot bekommen. Ja, kann ich jetzt nicht behaupten. Okay, dann aber hier am Schluss auf jeden Fall. Ich habe diese Pyramide stundenlang abgesucht, aber keine. Und da ist nochmal eine Katze. Iga. Nein, da einfach so hinein. Okay. Das kommt auf den Blickwinkel an. Die Wände des Gefängnisses müssen undurchdringlich sein. So, das ist jetzt hier. Ist der hier? Okay. So, also jetzt, das wird jetzt nochmal richtig. Jetzt wird es nochmal richtig hart zur Abwechslung mal. Ja. Okay, ja, dann ist ja gut. Okay, so, da ist es jetzt so, wir müssen auch so ein Ding, so ein Feld igniten. Kurz nach dem Anfang. Wir können ihn erstmal machen mit dem dicken Schaden da hinten. Mhm. Ja, der ist ganz da hinten.
Dann machen wir dem Schaden so viel wie geht, dann ist, wird er immun. Dann müssen wir so ein Feld igniten. Und wenn du zu lang außerhalb des Feldes bist, wirst du sterben. Also deine Schadensanzeige geht dann immer mehr runter. Dein Leben, Lebensanzeige geht runter und dann bist du tot. Das heißt, du musst rechtzeitig zurück ins Feld rein. Und dann wird angezeigt, wo die Typen sind, die du platt machen musst. Dann kriegst du so ein Teil, das bringst du zurück. Da donkst es dann wieder. Du siehst es aber, glaube ich, nicht beim Zurücklaufen. Also du hast es dann, sobald du den platt gemacht hast, sammelst du das auf, dann gehst du zurück ins Feld und dankst es rein, dann kriegst du so einen Ball und den musst du auf den Big Boss draufwerfen und ihn treffen. Ja. Das müssen wir dann, glaube ich, so dreimal machen und dann können wir eben wieder Schaden machen und den ganzen Ablauf machen und das Feld wechselt irgendwann dann von links auf rechts. Ach, furchtbar, okay. Ja, probier's aus. Okay, das ist doch easy. Okay. Du bist auf meinem Radar. Ready? Ja. Los geht's. Es wird jetzt richtig spaßig. Der Anführer der Wachen ist aber nicht ohne. Also pass auf dich auf. So, da hinten ist der Dicke. Boah, die Snipers müssen wir auch ganz dringend wegmachen, weil die machen auch massiv Damage. Alter. Okay. Down. Ich hol dich. Was? Danke. Wo ist Jared hier? Wie kannst denn du da unten sterben in Sicherheit? Jared, wie ist denn das gemacht? So, wir machen jetzt mal dem Dicken ein bisschen Schaden. Okay, das ist aber ruhig hier. Er ist anstrengend. Ich bin alle konzentriert. Ja, dann schimpfst du ja. Dann schimpfst du ja mit. Ich hab Lust mehr zu sterben. Ich bin der Letzte, der schimpfen kann. Christian lacht sich wahrscheinlich in den Arsch ab. Warum denn? Frag mal, ob Christian noch zuguckt. Frag du doch. Christian, ja, Christian guckt noch zu. Ja, ich sehe doch den Chat nicht. So meine ich das. Ich sehe ja den Chat nicht. Und? Konnte er sich nicht mehr antun. Weiß ich nicht, dauert ja einen Moment. Christian, guckst du noch? Ich glaube, Christian guckt nicht mehr. Mit Christian und Matze können wir demnächst mal wirklich ein Raid spielen. Wir können ja, auch mal wir. Streamen. Das wäre mal geil. The World of Glass. Ja, das ist mal cool. Dann haben wir unsere zwei Rainmans dabei. Dann müssen wir einfach nur machen, was die uns sagen. Ja, ja doch, Christian ist noch da. Christian ist noch da, okay. Das ist ja Jared und mir am liebsten. Jetzt ist er immun, so. Alright, now we gotta ignite the thing. This is where it gets fun. Genau, jetzt müssen wir da rüber. Alter, was macht der für ein Damage, bitte? Jetzt igniten wir das und jetzt müssen wir hier drin bleiben. Also warum krieg ich denn hier Damage? Von wo, von was? Von dem Nebel hier? Yeah, that's what you... Alter, ist das ekelhaft. Okay, ich muss durch den Nebel über alles. Okay. Bist du? Ich bin ja kurz vor der Bubble. Ich hol dich. Der Nebel sind Granaten, die schießen. Klassischer Nebel. Und da kannst du nicht. Und da kannst du nicht so langsam. Zacken! Der ist stark! Down! Ich hol dich. Oh nee, ich hol dich nicht. Ich bin tot. Ja, wir müssen da vorne ein bisschen an dieser Barrikade ein bisschen stehen. Down, so, jetzt, und das ist das Problem bei dem Ding. Jetzt bei dem Level, wenn wir alle drei sterben, ist es ein bisschen von vorne anfangen. Ja. Alter, was? Das ist für so drei Dummies für uns natürlich genial. Ja. Junge, 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 okay. Also einer muss mindestens überleben. Ja. Das heißt, wir können nicht alle so offensiv spielen. Okay. Ja, das ist jetzt härter wie der Dungeon, den wir gespielt haben, wenn man es mal ganz genau nimmt. Ja, klar, es ist härter. Weil der Level viel höher ist. Im Dungeon waren die Gegner echt easy, muss man echt mal sagen. Okay, ich habe noch 15 Minuten dafür. Wir müssen uns also anstrengen. Es wird schwierig. Ja, okay, Jared. Give gas. Geil. Alright, I gave you gas. That's what happened. Give gas. That's so good. Geben. Yes, Victor. Geben und nehmen. Ja, ja. Ich hol dich. Boah, aber Christian ist jetzt raus. Viel Erfolg, wünsche dir. Christian ist raus. Tschüss, Christian.
Wir müssen die Psions, diese Sniper müssen wir ganz schnell platt machen. Boah, da hinten ist auch einer. Okay, der ist weg. Ich bin jetzt vorsichtig. Boah, nee, der ist noch da. Ich dachte, der ist tot. Jetzt ist er tot. Okay, ich habe ihn. Wie können wir denn aber diese Phase mit dem Nebel überstehen? Gibt es da irgendwo Schutz in dieser Bubble? Nee, ne? Wie meinst du? In der Bubble gibt es keinen Schutz. Ja, genau, das meine ich. Wir müssen einfach in der Bubble ein bisschen an der Barrikade bleiben. Und dann... Boah. Boah, das ist echt heftig. Ja. Boah. Was ist denn hier nochmal? Hast du jetzt nicht weggemacht? Okay. Boah, die schießen dich da raus, ey. So. Ich hab's hier und da hinten noch. Und die goldenen Dinger auch zu schießen, weil die, da kriegen die Power. Ja. So, ich mach dem jetzt Schaden. Super. Ja, war gut. Jawohl, wir haben ihn fast auf die Hälfte runter. So, jetzt müssen wir vor. Jetzt geht er nach hinten. Jetzt haben wir die erste Phase bestanden. Jetzt gehen wir in den Nebel. Jetzt müssen wir hier rein. Bubble, ja. Jetzt mal, ich knall dich das. Und dann müssen, guck mal, hier am besten hier vorne bleiben und direkt die Sniper links und rechts killen. Ich mach links gerade und rechts die Sniper, die da. Ah ja, okay, da bin ich schon direkt erwischt, alles klar. So, jetzt einer muss mindestens am Leben bleiben. I'm left, one else to right, and then somebody to death. Wieso sind hier so viele Gegner, Leute? Hinter euch, hallo? Hallo, nicht schubsen. So, jetzt ist. Das ist hier Kampf. Hinter uns ist irgendwas, wo ist der da oben? Hinter uns? Ja, ich sehe. So, wir müssen jetzt die Dinger platt machen, dann können wir wieder Schaden machen. Wir können es schon schaffen. Und immer in der Deckung hier bleiben, ein bisschen. So, jetzt muss ich den Dinger holen. Ich hole den von drüben, ich renne rüber. So, das ist der erste. Zack. Zurück. Ich danke dem rein. So, jetzt habe ich das Ding. Hallo, komm raus. Wiederbeleben kurz. Wiederbeleben den Froggy. Ja. Ist wieder am Start. Ja. So, jetzt geht in Sicherheit. Ich danke das Ding. Jetzt bin ich down. So, getroffen. Bin down. Ja, egal. Ich hole ihn, Jared. Egal. Ja. So, jetzt hier, jetzt links, rechts, da den anderen. Guck mal, vor lauter Aufregung. Ich hole das Teil. Wer läuft denn jetzt mit? Krogi, ich hab doch gesagt, ich hol's. Ich glaube, ich bin doch gar nicht dabei. Gut. Ja, entschuldige. Ja, ist ja gut. Entschuldige, ich nehme alles zurück. Okay, ich verteidige dich hier mit meinem Leben. Ja, entschuldige. Ich hab dich. David. Du Idiot. Ich hab doch gesagt, ich hol's. Ja, ist er da gerade? Hast du gedankt? Hast du gedankt und hast du den getroffen? Ich hab's nicht gesehen. Ja, ja, ja. Da oben ist ein. Da oben schießt ja von oben. Da oben schießt. Mach den platt. So, okay. Und du hast ihn getroffen, ja? Ich gehe links hoch, ich hole das Teil. Komm, wir schaffen das, Jungs. Wir können es schaffen. Das müssen wir 100 Mal machen, easy. Wir sterben gleich. Oh, fuck. Nein. Ich kann's rein. Zack. You hit him? Warte. Ich hab's. Warte, nein, ich hit ihn jetzt. Das ist echt das Schlimmste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und wir können, glaube ich, Schaden machen. Ja, Schaden. Schadenphase. Ich bin Vollgas down, drauf. bin down. Egal, macht ballert. Nein, ich hol dich. Okay. Und. Ah, okay, ich hol dich. Ich bin auch down. Muss jetzt uns alle wiederbeleben. Achtung, alle sind down. Oh, ja. Nein! Oh. Ich schlag mich gut. Danke. Ja, aber wir hatten es doch schon so weit, ey. Nein. Ja, es hilft nichts. Es waren zu viele Gegner. Ich habe noch meinen Super eingesetzt, aber okay. Sollen wir es noch probieren? Oder? Das waren jetzt 5 Minuten. Was passiert danach? Ja, das war's. Das ist der Endgegner. Wenn wir den noch vollends jetzt runtergemacht hätten, wäre es gewesen. Dann, okay, aber vollends heißt, wir müssen noch öfter diese Sequenz überstehen, ne? Wir hätten jetzt noch 1 oder 2 Damage-Phasen. Die Damage-Phase vielleicht noch eine dritte. Und dann ist, aber dann hätte er nicht mehr viel gehabt.
Komm, wir machen es jetzt einfach. Okay, komm. Und einfach da in der Phase, das ja, muss einer irgendwie noch in Sicherheit. Man kann auch raus aus dem Kreis. Man überlebt so vielleicht eineinhalb Minuten, überlebst du schon. Glaube ich. Also so mit dem Dreh. Okay, also ich kann bis halb. Gucken, was passiert. Ja, wir probieren es jetzt einfach. Einfach gut noch. Wir hatten ihn wirklich schon recht gut. Also ich schätze mal noch eine Phase und dann noch ein bisschen. Also zwei Phasen, aber bei der zweiten Phase hätten wir ihn recht schnell dann. Ich glaube, ich müsste meine Rüstung irgendwie auch besser konfigurieren irgendwie. Also ich glaube, ja, da muss ich. Ja, hast du die zu Masterpiece gemacht? Nicht alle Sachen, nee. Okay, weil das bringt natürlich nochmal 12 Punkte pro Rüstungsstück, ja, wenn du die auf Masterpiece machst. Und dann auch, dass die Rüstung, also die legendären Rüstungsteile haben ein Maximum von 68 Points. Die Schwachen haben so 46 oder so. Das ist ja auch nochmal drauf achte, und, okay. Ja, ja, und also alles, was unter 60 ist für Rüstung, legendär betrifft, kannst du eh dann killen. Okay. Und alles, was über 60 ist, in Richtung 68, also 65, irgend sowas, 63, 65, ist eigentlich okay. Und bei die Exo-Rüstung, die sind, da ist der Maxwert 72. Okay. Genau, und so solltest du dann auf den Wert kommen, wenn du vor allem dann auch noch warte, ich hole ihn. Ja, ich stehe gerade perfekt. Ich kann ballern und werde nicht getroffen. Ja, hier ist gut. Wenn du dann durch die Aspekte, die du deiner jeweiligen Subklasse zuordnest, ja, kannst du ja dann auch nochmal so jeweils, also 4x10 im Schnitt in der Regel, also manchmal auch mehr, nochmal enhancen deine Sachen, dass du, so dass du am besten auf Resilience 100, Recovery irgendwas 70, 80 wäre perfekt, und dann nochmal Disziplin für Granaten. Also es ist machbar, dass du so bei 4 Sachen fast 100 schaffst und der Rest dann halt weniger. Je nachdem, was wie du halt spielen willst. War das eigentlich dumm, dass wir jetzt nichts runtergeschossen haben? Ein bisschen, ne? Ne, wir haben noch. Sonst wäre er nicht immun, wenn wir nicht genügend runtergeschossen haben. So, jetzt nochmal. Gleich mal die einer rechts, einer links, die Sniper. Ja, schon down. Die sind einfach richtig krass. Ja. Olin, ich mach die links. Mach dir die rechts. Ich hab super auf rechts geknallt. So, jetzt mal hier, ich gehe nach rechts und hol das Teil von links. Links kommen neue, ja, geht oder? Links kommen neue, Jared. Ja, links, dann machen wir die erstmal noch platt. Okay, links. Got it. Der geht links, der geht rechts. Ich gehe rechts. Ich verstecke mich hier einfach. Okay. So, zack, bumm. Reinbanken. Hitten. Okay, Hit. Yeah. So, jetzt haben wir zwei, ne? Okay, jetzt brauchen wir noch einen. Okay. Protect left and right. Einfach hier in Deckung bleiben, hier hinten. Und wenn zu viele Gegner kommen, zur Not auch mal nach hinten weg, hinter die Teile, hinter uns. Da sind ja auch so Barrikaden, ne? Dann könnt ihr auch da kurz nach hinten gehen. Ah! So. Hol dich. Ja, okay. Ich hab schon. Der Engel schießt, ich weiß nicht mehr. So, wer geht links? Ich gehe rechts hoch. Einer reicht, bleibt ihr da. Ich bleib wieder hier. Ja, dann bleibt da. Stay there, I'm coming back. Ich komm zurück. Wir hatten jetzt doch keinen geholt. Na, egal. Okay. So, jetzt können wir Schaden machen. Ich mach den Overload aber noch ein bisschen. Ich hab Goblins vorne. Alter, bin da. Warte, ich hol dich. Mhm. Alle das down. Das ist doch nicht dein Ernst, weil der Dicke genau reingeschossen hat und wir alle auf dem gleichen Ding waren. Ja, das ist hart. An der gleichen Stelle standen. Nein. Es tut mir leid, Leute, ich muss euch verlassen. Ihr könnt gerne weiterzocken, aber ich kann nicht weiter. Immerhin haben wir einen Dungeon geschafft. War Spaß. Ja, super Spaß. Mehr davon. Komm.
Yeah, we'll figure out the studio. If you guys are serious about a song, really? Yeah. Ja, ja. Muss gesungen werden. Also Leute, wenn ihr weiter was vom Jared mitkriegen wollt, der ist auf Dumpster Fire heute am Start. Dumpster Fire TV, ne? TV? Fire, F-Y-R-E, like the Fire Festival, the ill-fated. Dumpsterfire.tv, which if you like gambling, which is not legal in Germany. So if you want to come over and lose some money, join me. And next week, perhaps, or the week after, Krogi will be joining us there. Yes. That doesn't... That's his name with his corporate masters at Rocket Bean. That. Also, tausend Dank, Keno. Cool, dass du mitgemacht hast. Gerne. Sehr, sehr gut. Und ja, ihr Lieben, ich schmeiß euch jetzt raus. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir hören uns. Die Wette also, läuft ja. Spaß gemacht. Tschüssi. Bis dann. Tschüss. Christian. Achso, Christian ist weg. Okay, tschüssi. Ja, tschüssi. So, alle raus. Alle. Warte. Hier läuft nur alles. Wie geht das hier? Unangenehm. Party verlassen. Peinlich. Geh selber raus jetzt. Hier Verbindung trennen. Meine Zeit. Das ist aber auch alles schwierig hier mit den Leuten. Destiny 2, Wartung. Da, den auch noch. Mein ganzer Computer hier, der kommt gar nicht mit. Leute, wilder Stream. Wildester Stream. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, hier ein bisschen zuzugucken, was abgeht in der Welt. Ich werde jetzt meinen Stream beenden. Ich muss mich erstmal erholen. Dragon Lear, spielst du häufiger das? Ja, ich habe angefangen damit. Es macht einfach ultra Bock. Ich habe aber noch kein gutes Setup hier für mein Streaming-System, weil das mein Problem ist. Ich will es euch erklären. Ich habe eine Capture-Card in meinem PC und habe die PlayStation in die Capture-Card gesteckt. Und ich spiele über mein OBS-Bild. Und da habe ich einen Hardcore-Delay drauf. Und das ist irgendwie nicht so geil. Also da müsste ich auf jeden Fall noch was finden, damit ich besser zocken kann. Aber an sich ist das schon der Plan. Aber da fällt mir was ein. Ach du Kacke. Ja, da, genau, aber das ist die Erklärung. Das werde ich aber noch irgendwie hinkriegen. Ich lade das Ganze auf YouTube hoch. Falls ihr Lust habt, geht gerne auf meinen YouTube-Kanal. Lasst da gerne ein Abo da, Follow da. Das kriegen wir alles hin. Ich muss jetzt erstmal hier meine Augen schonen. Hab schon richtig rechteckige Augen. Dragon Lear, wenn du Raiden magst, sehr, sehr gerne. Ich muss jetzt hier einfach los. Wir haben bis zum letzten Moment das hier ausgekostet. Also, tschüss, ihr Lieben.